大哥，是，是<走>，扎实到位。 Das war... Also ich der, der hat einfach die Grenzen nach unten verschoben für Döner. Oh, oh, Wer sagt das. Vor allem, warte mal, jetzt müssen wir auch vom Ton da. Ja, irgendwas ruckelt hier und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ruckelt aber heftig. Ruckelt es ja. nur bei mir? Keine Ahnung, was hier los ist. Könnte sein, dass es sich jetzt äh, gerade normalisiert. Jetzt läuft's. wird gerade besser. So, ja, so keine Ahnung. Soll ich mal so maximale Irritation auslösen, indem ich dann auch so ruckle irgendwie? <laughs> ist, oder? Hat, ich mach ja, die mal Ton besser. <laughs> Und Bild, ey, was ist denn da los? Ja, ja, es ist. Äh, nee, es hat irgendwas mit dem Video zu, äh, zu tun. Der hat hier irgendwie gesagt, äh, Enkodierung überlastet. Keine Ahnung, ich brauche einen schnelleren Rechner wahrscheinlich. Kann ja, natürlich auch, auch sein. Ähm, ich glaube, wir streamen das erste Mal hier mit äh, Sonoma. Seitdem habe ich hier OBS noch nicht äh, ah, okay. laufen gehabt. Also insofern, äh, ja, naja, schauen wir mal. Sehr gut. So, ja. so schön. Also, morgen nicht mehr hier so online gewesen, ne? So Irgendwie, nee, live nee. Und... irgendwie, ähm, irgendwie werden die Abstände immer größer. Ja, das ist äh, nicht gut. Ne? aber ich meine, es, es ist ja auch nicht wichtig, äh, ob man sich häufig und äh, regelmäßig wichtig ist, dass wir jederzeit, wenn wir uns sehen, in der Lage sind, auch maximale Gefühle zu vermitteln. Ja, ich habe es heute geschrieben: 90 Minuten echte Gefühle. Ja. Das ist das, was wir versprechen. Das ist, unser, das ist unsere Markenbotschaft, Paddy. 90 Minuten echte Gefühle. Das ist ja, ja, mehr, mehr echte, können wir den ja. Leuten nicht geben. Was wir was sollen wir, denn noch, was sollen wir euch noch geben? Ja, ja echte Gefühle. Aber, aber dieses Gefühlsding, das äh, reitest du auch gerne, oder? Ja, mega. Ich stehe voll auf Gefühle. Ja, ich merke das schon. Gefühle und Gefühle ja. Use Cases ja, ja, ja. finde ich ganz toll. Ja, und ähm, heute haben wir auch ähm, uns überlegt. Da jetzt so lange Pause ist, machen wir einfach mal so eine Update-Sendung. Was ist eigentlich alles passiert? Was war los? Wo steckte FaZe eigentlich die ganze Zeit? Äh, wie viele Urlaube hat er gemacht in den Wochen? Ähm, deshalb ja, wird das hier heute mal so eine kleine Talksendung äh, ohne spezielles Thema. Es sei denn, wir finden noch irgendein Thema, an dem wir uns festbeißen können, oder? Ja, ihr, kann, kann, also wir beide finden noch immer irgendetwas, oder? Aber heute haben wir zumindest nichts ja. geplant. Ja? Irgendeinen so, Schwachsinn, ja? über den wir reden können, finden wir immer. Ja. Wenn ja. sie Schwachsinn suchen, sind sie hier richtig. Hier sind sie absolut richtig, ja, ganz genau. Hey Mann, hier Stefan Schramm äh, schreibt uns gerade aus der Karibik. Da bin ich ein bisschen neidisch. Also, wenn ich heute rausgeguckt habe, dann denke ich mir: Ey, ey es cool, ist ein Karibik. Ein Kackwetter. Hier in Hamburg auch. Ne? Den ganzen Tag so Nieselpiesel. Unfassbar, ne? <laughs> Guck mal, wir haben sogar ein neues Kanalmitglied: Cinematic RC. Herzlich willkommen hier alles. auf dem Kanal als Leichwaldhose. Ne? Welcome. Welcome. Ja, ja. Ähm, nee, also totales Kackwetter hier in Hamburg. Ähm, heute ähm, wäre auch hier noch äh, ein besonderes Auslaufen gewesen mit Licht, bla, bla, und so weiter. Aber das musste ich mir dann auch mal sparen beim Thema ähm, Hamburg Hafen live. Kann ja nicht immer irgendwie bei jedem Wetter raus. Und außerdem habe ich mich auch gefreut, dass wir beide hier mal wieder zusammensitzen. Ja, echt, ja. du musst auch mal hier ja. so wohlbehütet aus deinem Zimmerchen streamen. Ne? Das ist so. Ja, so genau, genau, so genau. Ein bisschen so die, die Omas Decke auf die, auf, die, auf die Oberschenkel legen. Dann lässt sie dir von Tanja noch genau. einen Tee geben. So. Oh, Sag mal, Faisy, hey, ich habe da eigentlich eine, eine äh, mega Idee. Sag mal, willst du dir nicht irgendwie so eine Wohnung hier an der Elbe äh, mieten? So, so ein bisschen ähm, als, als, ja, als Altersvorsorge? Und äh, ich würde da immer so ein bisschen drauf aufpassen. Also, die so, muss auch nicht groß so sein. Sie müsste nur, ja, die müsste nur so einen schönen Balkon haben mit Elbblick. Da das wäre doch was, oder? Ansprüche und ich, du weißt ja, ich habe ein paar Jahre in Hamburg gelebt und kann mich alleine f, äh, aus dieser Zeit an die Immobilienpreise erinnern, mein Lieber. Und äh, ja. ich glaube, das ist nicht weniger geworden. Ich, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst. <lacht> <So>. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich kann dir mal eine Woche ausgeben oder so. <laughs> so. Ja. Zum ja. Geburtstag. Ja. Das Problem ist wahrscheinlich, dass du an diese Wohnung auch gar nicht so ohne weiteres rankommst. Nee, ne? Nee, ja. nee. Also, das ist. Und vielleicht ja. gibt es da nicht so Airbnb-Buden. Vielleicht könnten wir uns einfach mal so eine mieten für ein paar Tage oder so. Keine oder Ahnung. Keine Ahnung. Äh, müsste man sich mal äh, umschauen. Keine Ahnung. Aber erzähl doch mal, Mensch, was äh, war denn los bei dir? Ähm, was war denn eigentlich der Grund, warum wir so wenig zusammengekommen sind? Also, ich war viel unterwegs und du warst viel unterwegs. Ähm, ich gebe war... uns doch mal ein kleines Update. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal hier zusammen waren. Also, es fühlt sich wirklich schon ewig lang her. Ähm, du, ich war ja zwischendurch mal irgendwann äh, in der Türkei, lass mich kurz überlegen, für ein paar Tage, dann war ich wieder da, dann war ich ja in Ägypten, Ja, da haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen. Ich äh, war, äh, muss ich zugeben, auch beruflich in äh, Kairo und in Hurgada äh, für ein paar Tage und ähm, habe da das Wetter genießen dürfen, so 40 Grad können wir vielleicht nochmal gleich äh, zu quatschen. Und dann war ich ja jetzt auch zu Ihnen, ne, wir haben ja hier in NRW äh, Herbstferien gehabt und ähm, da war ich natürlich äh, mit der Familie weg und da waren wir in der Schweiz äh, eine Woche, haben, uns, haben es uns äh, dort gut gehen lassen und äh, jetzt erst, ja, habe ich wieder quasi Zeit und bin ja bald schon wieder weg. Ist ja irre. Unfassbar. Ja? Also der Mann ist immer unterwegs. Ja, du ja, bist aber, auch ähm, immer unterwegs, aber dein Weg ist momentan ja immer klar. Das ist, ich weiß ja, wo ich dich finde. Ich kannst ja, du ja quasi mal live ich gucken. Ich weiß immer, wo du bist. Ich so glaube, ich, ja, ja. ich, glaub, ich ja, bin ja. wahrscheinlich gerade ein größeres Mysterium für dich als du für mich, weil ich weiß so, ah oh ja, guck mal, da ist er wieder. Also, ich habe genug von dir. Genau. Mit. Ja. Nee, aber ich war ja auch viel unterwegs. Ja, wollen wir uns ja mal so ein bisschen updaten, willst du mal erzählen? Ja, ähm, also, also, Ägypten würde mich ja mal interessieren. Ägypten, genau. Also, ich. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ägypten war jetzt nicht das Land, wo ich jetzt äh, in meine, auf meiner Bucketlist sagen würde, das ist in meinen Top 10, mal ganz ehrlich. Ja, Aber. Ähm, jeder, der aus meiner oder auch aus seiner Generation kommt und irgendwie mal Indiana Jones gesehen hat und ähnliches, hat sich natürlich schon immer gedacht, so ja, so die Pyramiden sollte man vielleicht einmal im Leben gesehen haben. Jetzt hat sich das äh, beruflich für mich ergeben, dass ich dann halt äh, jetzt nach Ägypten konnte und habe ich gesagt, okay, das ist ein guter Anlass, jetzt äh, das mal äh, von der Liste zu nehmen oder zumindest mal am Ende sagen zu können, ja, habe ich gesehen. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Ja? Ähm, also erstens erstmal äh, sauwarm. Es war sehr lustig, war mit sehr angenehmen Leuten dort. Die Pyramiden habe ich gesehen. Ja, wenn man so davor steht, denkt man so: Ja, sind da Pyramiden? Ne, haben sie gebaut? Also es ist schon imposant so. Aber vielleicht, ich weiß nicht, was ich mir da eingebildet habe. Mein Leben lang, ich, die sind ja nicht klein so. Aber ich habe sie mir noch größer vorgestellt. Weißt du, ich meine? Wie hoch Weil sind die denn eigentlich? Hast du, hast du, hast du eine uh, Zahl? Ich habe jetzt keine akute Zahl, äh, muss ich zugeben. Also ich will jetzt nicht sagen, die sind sau klein. So. Also, äh, ähm, ja, ich habe gar keine Ahnung. Sind die 100 Meter hoch? Ähm, 200 Meter hoch? Oder vielleicht nur 50? Ja, Pyramiden <laughs> von Gizeh Höhe. Äh ja 100 also ursprünglich 147 und jetzt sind sie keine Ahnung so also roundabout 140 Meter oder so ja also was schon mal okay ist ne so, aber also ich so hoch wie so ein, ein wie so ein kleiner Fieder lang ist ja, ja ich habe sie mir auf jeden Fall viel größer vorgestellt so und jetzt kommt äh, wir haben uns auch die Sphinx angeguckt und da war ich halt enttäuscht weil <laughs> so äh, ich habe da auch so so Handyfotos da machen lassen ne, so zur Erinnerung und also die Sphinx, das ist natürlich super zu sehen, was Menschen vor, man muss ja sagen, Jahrtausenden da geschaffen haben, ja. Aber auch die habe ich mir so geprägt von diesen Filmen, die man so sein Leben lang gesehen hat, einfach viel größer vorgestellt. Mhm. Ähm, ich will es damit nicht kleinreden, das ist natürlich beachtlich, aber ähm, trotzdem war es nicht so groß, wie ich es mir vorgestellt habe. Das liegt aber, die Schuld liegt ja nicht an den Monumenten dort, sondern ist halt meine, meine Erwartung gewesen. Also in allen Filmen, die du gesehen hast, wurde eine entsprechende Kameratechnik verwendet, um das alles imposanter erscheinen zu lassen. Kann man das so ausdrücken? Lug und Betrug, mein Lieber. Lug und ja. Betrug. Die Familie, die 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 Filmindustrie, die die betrügt nicht alles ja. fake. fake alles fake alles fake so. <laughs> und indiana jones habe ich da auch nicht gesehen und nazis auch nicht ja? so <lacht> <lacht> und ähm, das war ganz gut ähm, war ganz schön ähm, ich sage aber gleich noch was anderes dazu äh, zu kairo ähm, Hogada, ja, wie man sich es vorstellt. Ne? Schöner Strand, Sonne, Meer, man hat sich gut gehen lassen. Da habe ich jetzt nicht viel mehr als das erlebt. Jetzt war ich natürlich mit meiner Kamera unterwegs und habe mir tatsächlich auch mal ein bisschen die Zeit genommen, dann durch Kairo zu laufen. Und ähm, ich glaube, ich habe auch ein paar Fotos äh, eingefangen. Ähm, ich habe eine Analogkamera dabei gehabt und wie das so ist, ich habe die Bilder einfach noch gar nicht entwickeln lassen deswegen kann ich nicht zeigen, ich weiß auch nicht was ich da mitgenommen habe ich kann mich da auch gar nicht mehr an alles erinnern, aber ich muss schon auch sagen, also ich bin an einer Stelle, vergessen wir mal die Pyramidenhöhe vergessen wir mal die Swings, vergessen wir mal die über 40 Grad und vergessen wir mal die Tatsache, dass auf Kamelen reiten in den ersten 10 Minuten echt scheiße ist da wird also du bist Kamel geritten Kamel geritten, eine Dreiviertelstunde oder Stunde ähm, aber was ich schon sagen kann, ist, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, ähm, die Menschen haben mich teilweise echt enttäuscht. Muss ich jetzt einfach auch mal so sagen. Ne? Wieso? Also die waren sehr penetrant, muss ich sagen. Das war wirklich enttäuschend. Also an jeder Ecke äh, wollen sie dir dein Geld aus der Tasche ziehen und werden dabei sehr, sehr frech. Und ich bin jetzt nicht nur bei den Leuten, die irgendwie... An der Pyramide sind und eingestellt sind auf Touristen, sondern auch in der Stadt und so weiter. Und das fand ich halt schon schade. Das, das kannte ich bis dato. Also, ich habe sowas mal in der Art so ähnlich gehört ähm, aus Marrakesch. So ähnlich. Ne? Also, dass man da auch niemanden fotografieren kann, ohne ihm irgendwie Geld in die Hand zu drücken. Äh, habe ich gehört. Äh, habe ich nie selber erlebt. Aber Kairo. Da war ich schon enttäuscht. Also du kannst da nicht ein Foto machen, nicht irgendetwas tun, den Leuten noch nicht mal freundlich Hallo sagen, ohne dass du im nächsten Moment ähm, ähm, ja, penetrant um Geld äh, gefragt wirst. Und teilweise, wenn du ihnen dann halt das Backschisch, also das Trinkgeld gibst, ähm, dann äh, verschmähen sich sogar. Ne? Also dann sagst du hier fünf Euro, ne? Dann drehen sie sich um und sagen, was soll ich mit fünf Euro? Ne? Und, also, das ist, also, und 5 Euro ist ja so wenig nicht, ähm, wenn man bedenkt, dass sie halt ein Durchschnittseinkommen von 200 Euro haben. Ne? Mhm. Oder 10 Euro. Mhm. So. Und, ähm, und das, war, das war so ein kleiner Downer. Ich will da jetzt nicht zu hart draufhauen, aber ja, war ein kleiner Downer, so will ich es mal sagen. Nichtsdestotrotz das, schöner Kurzurlaub. So. Das, das, das bringt mich mal zu, einer, zu so einer generellen Frage. Also in Kuba zum Beispiel, also in Havanna auf Kuba. Da ähm, habe ich es halt sehr viel festgestellt, wenn du da halt so durch die Altstadt gehst, da findest du ja auch viele sehr interessante Menschen. Ne? Mhm. Und ähm, <laughs> teilweise halt dann so dieses, wie man sich in Kubaner vorstellt, ne? so Schlapphut, Zigarre ja, ja. Ja, ähm, und so weiter. Ähm, und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil die lassen sich natürlich alle bereitwillig fotografieren. Finden die toll, ne? die stellen sich auch hin und so weiter. Und äh, ja, danach wollen die aber Geld haben. Ähm, und mhm. das, ich, ich bin da immer so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja, sind arme Schweine und wenn ich denen jetzt irgendwie ein paar Euro gebe, dann kostet mich das nicht viel, tut mir nicht weh. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass die mittlerweile... Quasi sich verkleiden. Die wissen, sie müssen sich ja, so anziehen okay. mit der Zigarre, sich da in diese Einkaufsstraße stellen, um dann fotografieren zu lassen. Und das macht natürlich Schule. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das Bild schmälert, aber irgendwie hat es dann doch das Gefühl vermittelt, als wenn man. Ja, als wenn man irgendwie auf so einem Karnevalsumzug ist. Ne? Also das ist dann natürlich auch so ein bisschen, äh, kränkt natürlich auch so ein bisschen das Fotografen-Ego, weil man möchte ja gerne, absolut. man möchte ja gerne authentische Fotos, oder? Authentische ja. Fotos haben. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, das würde mich mal interessieren, ähm, wie du dazu stehst und vielleicht auch äh, die Zuschauer mal so im Chat. Ähm, seid ihr da rigoros und sagt, nee, gibt absolut nichts, äh, oder dann doch, je nach Situation, vielleicht doch mal ein paar Euro geben. Ähm, was meinst du dazu, Faisy? Also, äh, also ich weiß, was du meinst, ne? Und ich äh, kann mich sogar, glaube ich, an ein Foto von dir erinnern, weil die Geschichte hast schon mal erzählt. Ähm, also ich kann mich da gut dran erinnern. Ne? Du hattest ja, glaube ich, auch diesen Kubaner mit der Zigarre äh, fotografiert, wenn ich mich recht erinnere, habe ich ihn auch so ein bisschen vor Augen gerade. Ist natürlich ein interessanter Typ, ne? Dann denkt man sich so: Ja, das ist ein bisschen auch Masche, aber cool mhm. sieht er ja trotzdem aus. Ne? So, ähm, Ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch total schwer. Ich glaube, ich bin da sehr rigoros. Also, ich finde so, wenn einer sagt: Hier, äh, gib mir drei Euro, kriegst ein Foto. Also, weißt du, dann würde ich ihm lieber die drei Euro geben und das Foto aber nicht wirklich mitnehmen. Oder ich mache das ja. Foto, damit er glücklich ist, weißt du, aber jetzt so. Ich glaube, ich, glaub, ich gehöre dann wahrscheinlich auch zu den Fotografen, wo du jetzt gerade gesagt hast, das Fotografenherz äh, ist dann äh, gekränkt. So, ne? ja. Weil ich, ja. wir sind ja schon auch, so kenne ich dich ja auch, ne? schon auch nach authentischen Fotos äh, auf der Suche. Ne? Ich habe kein Problem ja. mit real people, wenn sie sich so ein bisschen positionieren. Es sei denn, sie machen den, den beiden, ne? den kennen wir ja auch beide. <laughs> Was machst du denn jetzt? Wo, wo kamen denn jetzt die, die Luftballons bei dir her? Ja. Ich weiß es nicht. Faisy, hast, hast du irgendwas gedrückt? Das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Geht das bei mir Ach auch? Guck mal. Wo kommt das her? Weil Was hast Bild du für eine jetzt... Software installiert und jetzt dein Bild eingefroren? Mein Bild ist eingefroren. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Das ist ein gutes Bild. Das musst du. Äh, ich... das, äh, ja, das ist ein ganz tolles ist das... Bild. <laughs> Ist das so ein so Sonoma-Feature? Kann das sein, dass Sonoma, weil Sonoma hast du ja auch oben irgendwie in der Leiste jetzt Zugriff auf die Kamera, ne? Und kann das sein, dass der jetzt irgendwie so eine Gestensteuerung hat? Also ich fürchte, du musst jetzt irgendwie mal deine Kamera aus und wieder anmachen. Äh, ja, oder wir lassen es einfach so. Also, ich finde, das ist ein toller Moment, <laughs> der hier eingefroren wurde. Warte mal, ich will nichts falsch machen, aber ich mache wahrscheinlich wirklich mal ganz kurz die Kamera aus und wieder an. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, es kommen nur neue Luftballons. <laughs> <laughs> Scheiße. Kannst du mich bitte daran erinnern, nie wieder äh, das Zeichen zu machen? Also, wie kriege ich das Ding jetzt weg? Ja, das ist eine gute Frage. So, jetzt bin ich weg. Jetzt bist du weg mit der Kamera. Vielleicht musst du einmal das HDMI-Kabel rausziehen. Vor allem, der erkennt ja das jedes Mal von neuem und macht dann neue ja, Ballons, wenn ja, ich ja. das ausmache. Ja, ja. Scheiße, wie kriege ich das Ding jetzt weg? Großartig. 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 Mal, muss ich, ich muss erstmal einen Screenshot mal, ich... machen von dem, von dem Bild. Ich, also, finde das, ich, äh, ich finde das ein super Anrufbild, was ich bei mir äh, bei dir unter den Kontakten. Ja, einfache. da mach schnell, weil ich mache hier noch mal, äh, ich Ist schon noch gemacht. Mal was, ist schon gemacht. Okay. Ja. Okay. Äh, wie kriege ich es weg? Ich teste mal was. Ja, teste mal. Ich will mal hier gerade äh, ein, zwei Fragen beantworten, die im Chat sind. Und zwar hat der Erik gefragt, äh, ob ich ein Video über die neuen SL-Objektive machen werde. Ähm Nein, weil ich habe sie nicht äh, und ich muss auch sagen, das ist nicht so ganz mein Beuteschema. 21mm, 14 bis 28. Ich habe auch so viel Weitwinkel hier von ähm, Sigma getestet und die machen mich irgendwie gerade nicht so richtig an. Wo ich hingegen wirklich heiß drauf bin, ist das Sigma 70 bis 28. Das wurde ja schon offiziell angekündigt von Sigma. Und da habe ich auch schon äh, nachgefragt und hoffe auch, dass ich dann eins bekomme. Ähm, ich habe allerdings noch keins, also insofern kann ich da noch nichts zu sagen. Hoffe, dass ich da auf jeden Fall was zu machen kann. Ne? Ähm, ja, und dann kommt hier noch äh, ein Video über die M11P und Sumikron M28. Ähm, ist alles momentan bei mir nicht auf der Liste. Also insofern muss ich das weitestgehend verneinen. Oder ja. ist er wieder? Was hast du gemacht? Boah, äh, Kabel ich gezogen? Hab, ich habe tatsächlich OBS <laughs> einmal beenden müssen, weil Kamera an, äh, aus und wieder anmachen ging nicht. Ja. Äh, äh, hier die Kamera, äh, das, die virtuelle Kamera beenden, starten ging auch nicht. Äh, Kamera wechseln, wieder zurückwechseln, also hier von der Facetime-Kamera ja. hin und zurück ging auch nicht. Einmal, also OBS hat sich offensichtlich aufgehangen. Ja. Daran. Also lass bitte deine Finger jetzt irgendwie unten und mach nicht irgendwelche komischen würde, Gesten. Aber kennst du das? Jetzt juckt es mir in den Fingern. Jetzt würde ich gerne mal so mit drei Fingern oder mit anderen Gesten ausprobieren. <laughs> ja. Also ist auf jeden Fall ein Spielzeug, aber es ist natürlich schade, wenn das abstürzt. Auf der anderen Seite fand ich es ganz witzig mit den Ballons. Ja, ne? Nur doof, wenn, ich es dann, wenn es dann einfriert. Ne? Ja, jetzt waren wir, also du hast dankenswerterweise ein paar Fragen, äh, beantwortet. Ja, es war also, nur glaub, eine ähm, Frage. Keine Frage ähm, Deine Aber Frage habe ich glaube ich beantwortet. Ich habe auch so ein bisschen mitgelesen hier parallel. Ich glaube, es gab auch ein paar andere Leute, die auch ein ja, paar schlechte ja. Erfahrungen zu Ägypten hatten. Ähm, genau, können wir damit abschließen. Aber vielleicht können wir hier noch auf eine Frage eingehen. Ist vielleicht auch noch mal ein Thema, was ganz interessant ist. Äh, hier waren jetzt ein, zwei Fragen äh, zum Thema Meisterkamera und äh, was, naja. ähm, ähm, ja, was das für eine Auswirkung auf meine Videos mit Ralf Bertram hat. Also erstmal dazu, äh, mit dem Ralf Bertram hatte ich immer mal wieder ein Video äh, geplant, aber es hat dann zeitlich irgendwie nicht geklappt. Und wie das halt so ist, wenn man dann länger keinen Kontakt hat, irgendwann verläuft das alles dann so im Sande. Mhm. Und ähm, ja, ähm, also eine grundsätzliche Bereitschaft war eigentlich immer da. Ähm, jetzt ist es ja so, das haben viele... Haben ja viele von euch mitbekommen, Meisterkamera ist ja quasi in wenigen Tagen Geschichte, also ab dem 1.11. Meisterkamera hat die Geschäfte, ich glaube alle Geschäfte, ne an die ähm, haben, äh, Leica verkauft. Alle, genau, die haben alle Geschäfte, es gibt da ja dann auch, äh, habe ich irgendwie irgendwo dann äh, über LinkedIn oder so angezeigt, bekommen auch eine offizielle Pressemitteilung, die haben alle drei ah, okay. äh, Geschäfte hm. übernommen, ja. die es da gibt. Ähm, ja, ähm, Vielleicht mal dazu, also ich, ich finde es natürlich ein bisschen schade, weil äh, Meisterkamera und in, Zusammen in, in Verbindung mit dem Fotohaus war natürlich immer so eine schöne Anlaufstelle, wo es auch was zu stöbern gab. Die hatten ja auch unheimlich viel Gebrauchtkram, sowohl von Leica als auch von anderen Marken. Der neue Laden, der war natürlich toll. Insofern finde ich das super, super schade, denn ähm, es ist halt so, wenn da jetzt Leica-Stores draus werden... Die Leica Stores sind zwar schön, aber sie haben natürlich auch den Nachteil, genauso wie Apple Stores, alle sehen gleich aus. Ja, gehst du in einen rein, ähm, also kennst du einen, kennst du alle, also dieses mal gucken, ob ich was entdecke, das fällt weg. Ich weiß nicht, ob die in Zukunft weiter das äh, Gebrauchtsortiment pflegen, zumindest bei Leica äh, Marke. Das hoffe das ich mal. Na, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es schade. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch verstehen. Ich kenne jetzt die genauen Gründe nicht, aber ähm, wenn es auch wirtschaftliche Gründe hat, kann man natürlich sagen, dass auf jeden Fall dadurch äh, Arbeitsplätze gesichert sind. Ne? Denn wenn Leica halt also solche Läden betreibt und kauft, dann äh, steckt da natürlich eine ganz andere Power hinter, als wenn man als Einzelunternehmer. Meister jetzt diese Läden betreibt. Ne? Und ich meine, da muss man ja auch ehrlich sein: so ein Foto-Fachgeschäft, Foto-Einzelhandel ist jetzt auch nicht unbedingt so die Gelddruckmaschine heutzutage, ne? Heutzutage wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Also, ich glaube, man muss das so sehen. Ähm, also, wir werden ganz sicher ein paar Sachen äh, verlieren und auch ein paar Sachen gewinnen. Ja? Also, was verlieren wir? Es ist absolut schade, weil dieser, ich nenne es mal, ich, ich nenne es mal ein Vollsortimentler ne, in Hamburg ja. in der City, der fällt halt weg. Weil eins ist ja klar: Leica kann unter der Marke Leica keine Panasonic, Sigma, Nein. Nikon, Canon oder sonst was Nein. verkaufen. Also das, was in dem Store in Hamburg so quasi so das alte Fotohaus dargestellt hat, das wird ja so in der Form halt nicht mehr stattfinden können. Die rechte Seite. Die ganze rechte Seite, genau, wenn man rein. Die ganze rechte Seite ist weg. So. Wobei auf der linken Seite war auch Fuji und Panasonic. Also Leica war ja nur ja, also hinten aber links die Ecke. Ne? Die, ja, ja. Aber diese, diese, also diese Mehrmarkengeschichte, äh, mhm. die wird da wegfallen, äh, ja. ganz sicher. Ähm, gleichzeitig gewinnt, also vor allem die Hamburger. Ich bin ja jetzt nicht so auf den Hamburg, aber ich glaube, man gewinnt halt eine Galerie. So, ne? Wenn man, also ich kann mir auch vorstellen, vorstellen, dass der Platz also, da, der weil, also, wir, kennst du den Wie wollen sie den Platz mit Kameras. Äh, Nein, machen, geht ja ne? gar, also, nein, geht ja gar nicht. Also ich glaub, eine kleine ähm, Galerie äh, könnte das werden, ja. Genau. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Ham, äh, Leica Hamburg äh, mhm. mit Galerie gehe ich mal sehr mhm. stark von aus. Ähm, München ist natürlich interessant, weil da hat Leica tatsächlich zwei äh, äh, Shops jetzt sozusagen, ne? also den eigentlichen Leica Store und den Meisterkamera Leica Store. Und äh, die sind, glaube ich, ich, auch glaub, gar nicht weit auseinander. Kann das sein? Das weiß ich so genau nicht. Vielleicht weiß, weiß das jemand im chat. Ich meine mal gehört ja. zu haben, weil äh, irgendwann hatte ich mal so in so einem Nebensatz von Ralf Alf Bertram oder einem anderen Meister äh, Menschen gehört, äh, damals als der neu war, die haben uns jetzt ein leica store vor die Nase gesetzt, so sinngemäß. Ähm, ja, das ne? Wäre wär also, mal interessant, ob da ähm, jemand weiß, ob die auseinander genau. sind. Naja, auf Komm, jeden hier, Fall. Hier äh, schreibt ähm, doch gerade jemand ein paar hundert Meter. Ja. ja, zu Fuß, zu, Fuß, fünf, Minuten. zu fünf Minuten. Ja. ja, also dann offensichtlich ja. sehr nah beieinander. So, muss man mal schauen, was sie daraus machen. Vielleicht ein Laden sage, und Galerie. eine Galerie? Kann sein. Ja. Also, was ich traurig finde, ist halt, ähm, also bei Meister habe ich sehr viele gebrauchte Sachen gekauft. Tanja fragt auch gerade hier ne, im Chat, was machen wir denn bloß, wenn du wieder mal in Hamburg bist. Ich habe tatsächlich sehr viel gekauft. Ich habe mehrere M6 gekauft über den, in den letzten über zehn Jahren, muss man sagen. Objektive Kameras und hm. so weiter. Und ich fand Meister, was das Thema angeht, schon sensationell. Ne? Also die haben da wirklich sehr viel gemacht. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass Leica äh, das jetzt äh, konzeptionell in der Breite äh, so fortführen kann, das werden sie nicht tun, glaube ich. Und ähm, auch ja fairerweise auch nicht zu den Preisen, die Meister dann auch meistens gemacht hat. Mhm. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, schade. Ähm, das das äh, wird mir so ein bisschen äh, fehlen ja, an der Stelle. So, Aber mal schauen, Ja, so ist die Welt. Ja. Ne? Sachen, Sachen verändern sich, Sachen fallen weg. Es entstehen neue Sachen, neue Sachen... Aber ich habe ja. was aus der. Ähm, aber ich habe äh, quasi ein, ein Erbstück von Meister. Was heißt das? <laughs> Hast du ein Schild bekommen? Oder? Nein, <laughs> so, nein. Haben Sie, die, haben Sie den Laden äh, Also, Insolvenzma in, Insolvenzmasse zu nennen wäre jetzt völlig falsch, weil Sie sind ja nicht insolvent. Ne? Ja. Aber ähm, es gab ja eine Seemannsgarn Meister Edition. Ja. Mit einer Farbe nur Blau, extra. Ne? Ja. Für Meister Blau mhm. und das fällt jetzt weg. Und ich habe hier äh, noch eine ziemlich volle Rolle mit einem extrem geilen Blau. Können wir das mal zeigen? Ich weiß nicht, ich, kennst das? du das? Ich, ich kenne das. Äh, Achso, ich habe hier so ein ist. Stück. Äh, guck mal hier, das ist ähm, Ultramarin Blau, nennt sich das. Also kommt in jetzt Ruhrgebiet hier würde in dem man sagen, Licht. Äh, ja, hier in, in dem Ruhrgebiet Licht. Würde man äh, ich ich habe ja, hab ja hier noch so ein Latt über dem Video, deshalb. Ähm, äh, sieht man es nicht ganz, aber es ist ein richtiges tiefblau, ne? Und den, äh, die kann ich jetzt äh, quasi diese Rolle bei mir mit in Store packen. Also äh, gibt jetzt demnächst irgendwann ein richtig geiles Blau. Sehen es gar ne, das ja, hat, ich hatte Meister versprochen, dass sie das exklusiv bekommen ja. und das kein anderer. Und äh, jetzt hatte ich nachgefragt und die haben gesagt, ja klar, haben sie natürlich dann keine Verwendung mehr für. Ja, logisch. Also, also richtig, richtig geiles Blau. <laughs> Sensation. Ähm, was man natürlich auch sagen muss, du hast es vorhin in einem Halbsatz, glaube ich, auch gesagt, ähm, die Leute, die da gearbeitet haben, ne, die, das, da, für die freut es mich natürlich. Ne? Wir haben ja gerade über den äh, werden äh, alle übernommen. Über Bertram gesprochen. Also ich, die werden alle übernommen, soweit ich mitbekommen habe. Sprich, die sind zum Glück alle noch da. Also hm. wenn man da irgendwie so feste Ansprechpartner hat, ist es natürlich schon cool, wenn man weiß, dass die da halt weiterhin ihren Job haben. Ja, Und das ja. freut mich dann natürlich schon ziemlich. Ja, deshalb halt ähm, auch ein lachendes und ein weinendes Auge. Ne? Ja. Ähm, aber am Ende muss jeder sehen, wo er bleibt. Ne? Das, das ist einfach so und Zeiten ändern sich. Ja, ähm, ja ich finde es schön, dass ich vor allem auch noch den Laden in Eppendorf äh, sehr lange genießen konnte, weil das war natürlich sehr charmant, der kleine Laden da. Ja. Ähm, Pani? Und hier kamen ganz viele Leute, die gerade zum Anfang gesagt haben, was der Phase sich wieder Neues gekauft hat. Ne? Und äh, jetzt muss man sagen, die haben ja bei, äh, bei, die haben ja bei äh, Meisterkamera jetzt auch so einen krassen Ausverkauf von allem Möglichen gehabt. Ne? Ich habe gar nicht so, genau mit geguckt. 10 und bei den ganzen Fotohaus-Sachen jetzt zuletzt sogar 20 Und ich ärgere mich so, weißt du, weil. Ich habe nichts gefunden, wo ich sagen würde, das brauchst du jetzt. Jetzt kannst du mal hier so einen mhm. Schnapper machen, nehmen mit mhm. 10, 20 Prozent Nachlass, weil ich brauchte gerade irgendwie nichts gefühlt und mhm. äh, konnte mir auch keinen Use-Case einreden. Das mich ein bisschen. <laughs> ja, das ärgert mich so ein bisschen. <laughs> ja, ja. Aber ja. Ja. Ah, guck mal hier, der US bestellt schon mal einfach ins Blaue hinein einen, Bla einen Gurt in Blau. Ich habe das, ah. hab das leider noch nicht im Shop. Also, ähm, also falls da wirklich jemand bei euch ist, der sagt, will ich unbedingt haben. Müsst ihr eine Bestellung mit einer anderen Farbe machen und das irgendwie in die Kommentare schreiben. Ich muss dazu sagen, habe ich nur in 10 mm und äh, diese 10 mm fallen relativ dick aus. Also es ist eher so eine 11 mm, würde ich sagen. Ja, ähm, aber, äh, Urs, wenn du den wirklich haben möchtest, äh, bestell einfach eine andere Farbe und schreib es in die Kommentare rein, dass du das Meisterblau haben möchte. Vielleicht nenne ich das einfach Meister-Retro-Blau oder sowas. Oder oder Meister, äh, wie nennt man das noch mal? Ähm, ma, ähm, wenn man quasi jemanden Mittig? in der Vergangenheit ehren möchte. Ähm, so, ähm, äh, Meister äh, er er Erinnerungs... Äh, Scheiße, Erinnerungs... Äh, jetzt. Äh, Mensch, <laughs> wie ist, heißt das Wort noch mal? Ähm... Kerstin schreibt Rest in Peace, aber das war ja, <laughs> eine, eine Hommage. Ja, Hommage. Hommage. Eine Hommage. Die, die Meister-Rip-Edition. <laughs> nee, Reminiszenz, das ist das Wort. André hat es, die Reminiszenz. Ja. Ah, okay. Ja, genau. Irgendwie in Memoria. Ja, nee, ja. also. Ähm, ja, ja. Äh, ja, blöde Geschichte oder. Okay, ne, also hat äh, Vorteile wie Nachteile, traurig und. Wir warten gesagt, einfach mal ab, aber mal ab, ähm, muss man auch abwarten. Ja, so ist das halt. Ja. Also man weiß ja auch ja, nicht, ob ich die Leute dann da bleiben, was sie für Konditionen haben. Ne? Ähm, aber gut, das werden wir alles sehen. Ähm, ja, und ich äh, habe da ehrlich gesagt gar nicht großartig geguckt, weil ich habe nämlich auch nichts großartig gekauft in letzter Zeit, außer mal wieder eine Powerbank oder so. Ähm, äh, <laughs> zwei H. HDMI-Kabel äh, zwei Stück heute hast wieder du, Hast du hinter dir wahrscheinlich aber mittlerweile so eine, so, ein, so eine Powerbank, so ein Powerbank-Turm so? ähm, Ja, die sind halt hier so überall verteilt. Ja, aber egal, wo ich hingreife, also hier sind zwei Powerbanks, da ist eine Powerbank, da hinten liegen auch noch mal ja. drei. Also ähm, ich, du kann nicht mal, auch, ich kann willst du auch auch nicht Willst dir nicht mal ein Elektroauto bauen? Willst du dir nicht mal ein Elektroauto selber bauen? <laughs> Ja, also das Coole, was ich ja festgestellt habe, ist, dass mein Elektroauto hat ja vier USB-C-Anschlüsse und ähm, ich wollte es heute einfach mal wissen, weil ich ja am Montag auf Tour gehe und ich wollte mal wissen, mit welcher Geschwindigkeit diese USB-C-Anschlüsse die Powerbanks laden. Und ich habe ja hier ähm, so eine Powerbank von Anker, das ist ja so ein Hightech-Teil, was hier auch eine Digitalanzeige hat und der zeigt dir halt genau an, wie viel Watt die Geräte abnehmen, aber auch mit wie viel Watt die Powerbank gerade geladen wird. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn man mal irgendwie sehen will, wie viel Strom kommt da wirklich raus. Und äh, der ID 4 den ich habe, der schmeißt tatsächlich an den USB-C-Ports über 40 Watt raus. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, wow. also VW hätte ich zugetraut, dass da irgendwie so 4,8 Watt rauskommen. Hätte sein können. USB-A-Anschlüsse hätte auch sein können. Ja, genau. Aber also, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was machst du denn für eine Tour am Montag? Das weiß ich ja noch nicht mal. Ähm, für Hamburg Hafen Live werde ich nach Papenburg fahren. Papenburg? Ja, in Papenburg, Papenburg. ist ja die Werft und äh, die bauen ja große Schiffe, große Kreuzfahrtschiffe. Und das hast du bestimmt schon mal mitbekommen. Immer wenn die ein Schiff fertig haben, wird das ja über die Ems überführt. Und die Ems ja. ist ja äh, so ein kleiner Bach da. Und dann müssen sie halt extra aufstauen. Da gibt es ein Sperrwerk und dann stauen die das Wasser auf. Und dann sind diese ganzen Wiesen überflutet, damit die irgendwie ein bisschen Wasser unter den Kiel bekommen. Und dann ziehen die dieses Schiff rückwärts, die ganze Ems entlang. Das dauert auch einen ganzen Tag, äh, geht super yeah. langsam. Und äh, das ist natürlich ein Schauspiel, weil, wenn man da am Deich steht, kann man das Schiff fast anpassen. Ja, und das ist natürlich ein Schiff, was wir wahrscheinlich danach in Deutschland nicht mehr zu sehen bekommen, weil das halt für einen Ameri amerikanischen Markt ist. Und ja, ich finde das spannend, mir das mal anzuschauen. Wie lange bist du denn unterwegs? Also, du hast ja gesagt, ich mache eine Tour. Was heißt also. Ja, bist, äh also nach Papenburg fährst du zweieinhalb, drei Stunden von hier aus. So, also ähm, du bist ja, einen Tag weg oder. Ja, sowas, oder ein, also ich werde wahrscheinlich fahren. einen Abend vorher hinfahren, da im Hotel okay, pennen und ja, dann morgens und dann nachmittags ja, oder so Nachmittags wieder zurück. Und dann hatte ich irgendwie überlegt, ja, was ist denn, wenn mir irgendwie mal unterwegs die Powerbanks äh, ausgehen? Und deshalb hatte ich dann ausprobiert, mit wie viel. Ähm, Saft ich denn mein E-Auto als Backup-Powerbank nehmen kann. Ja, sehr gut. Vielleicht hole ich mir gut. auch einfach so 50 Meter lange USB-C-Kabel. So eine Rolle. Weißt du, wie lang ein USB-C-Kabel maximal sein darf? Äh, weiß ich nicht, aber auch das wird ja, also 50 Meter, oder? Nein. Also. <laughs> ja. Die Frage ist, wie das lange... Das googelt äh, der Faizy mal eben. Google ist dein Freund. Ja, ja Google ja. ist was Gutes. Äh, ja, ja, ja. Wie lange darf hm. ein USB-C-Kabel maximal sein? Und Erik fragt gerade, Zwei ob Meter. ich die dicke Kamera nee. von Panasonic gekauft habe. Nee, die habe ich immer noch nicht gekauft. Es ist, ist immer noch das Leihgerät, was ich habe. Aber o von Panasonic war, wir brauchen die nicht dringend zurück. Und ich gucke jetzt mal, ob ich das ausreize. Schwierige Frage, das werde ich jetzt hier nicht sofort lösen. Ist wahrscheinlich also, auch wieder abhängig davon, ob das USB 3, 3.1, 3.2, also sonst ich irgendwas 10 Meter ist, wie viel kein Watt Thema, und, und äh, ein USB-Kabel, der ja, maximal 5 ja. Meter lang sein. Ja, ja. Genau, genau, genau. Ja, ja. ähm. Ja, spannend. Also ich äh, schließe mal ganz kurz ab, damit wir die, äh, den, den Bereich Rückblick zumindest mal für meine Person abschließen können. Also ich war eine Woche im Urlaub, hatte ich ja gesagt, ich war in der Schweiz. Ich hatte die SL2S dabei. Ich hatte ein, zwei Objektive dabei. Ich hatte das 100, 400 dabei. Ich dachte, ich könnte Berge fotografieren. Habe ich auch teilweise ja. gemacht. Ähm, ja, ähm, Haken dahinter. So, jetzt möchte ich aber von dir. Also wissen. das Tele hast du durchgespielt. Das Tele habe ich durchgespielt. Also wenn das einer, wenn einer sagt hier aus der Runde, FaZe, ich möchte auch mal 100-400 auf äh, l -Mount spielen, meldet euch bei mir. Ja, das ist echt so ähm, geil. Für den Moment ist es durch. Ja, so. Ich bin halt auch jetzt nicht der klassische Teletyp typ ne, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber Wie ich fand es lustig. Also ich kann ja, Wie viele ich da Bilder gegen hast du damit gemacht? Auch schon ein paar. Also, es ist aber jetzt nicht so. Also, kannst ja nicht vergleichen mit dem, was du machst, Du. Du, du hast es ja nicht nur durchgespielt. Du hast es ja, äh, wie sagt man, getötet. Ja, keine Ahnung. Also, du hast ja jetzt, du machst ja seit mehreren Monaten mit dem 60, 600 und 100, 400. Ist mein immer drauf. Ja, ja ich wollte, ja, ist mein to ne, go-Objektiv. Ja, ist so. Bei mir ist es ja jetzt nur mhm. irgendwie, ja, machst du mal halt drauf, weil du jetzt im Urlaub mal unterwegs warst. Mhm. Und ich hatte das jetzt irgendwie auch mal vor ein paar Monaten, waren wir ähm, da in der Nähe von Koblenz, da hatte ich das auch mal drauf äh, im Sommer. Und ähm, ja, und das war's. Ne? Ich meine, 100 ist halt schon echt äh, sehr telig, so zum, als Anfangsbrennweite. Kannst halt auch nicht immer nutzen. Und 400 ist halt mega krass. Ne? Also, wenn du 400 wirklich auf Anschlag hast, ne, dann. Äh, da brauchst du auch extreme Weite, ne? sonst äh, funktioniert das halt auch nicht. Ne? Mhm. kannst den Leuten in den Hals gucken. Genau. Also, ich fand es lustig, ich habe es gemacht und werde es jetzt aber nicht brauchen. So und deswegen ja. kommt es auch wahrscheinlich wieder weg. Also, 6.600 60 ohne die äh, Anwendung da mit dieser Hafengeschichte würde das wahrscheinlich bei mir auch eher verstauben. Aber. Es ist schon, also es ist echt ein geiles Objektiv, muss man sagen. Ich habe da jetzt wirklich viel mit fotografiert und das ist von vorne bis hinten scharf. Und was ich sagen muss, also du hast ja vorhin auch in unserem Vorgespräch gesagt, 100 mm ist schon ganz schön nah dran. Und ich finde einfach dieses 60 bis 600, also es ist schon geil. Jetzt mal abgesehen vom natürlich vom Gewicht und der Größe, das ist natürlich alles andere als cool. Aber diese Flexibilität, die ist sensationell. Also, wenn das jemand. Wiegt ja, ne, wenn, wenn mal jemand Kilo was, Oder so, ne? Also ja, ja. Das, also, es, ist, es ist schwer, aber im Verhältnis zu der Brennweite ähm, ist es natürlich. Ähm, in Anführungszeichen leicht, ne? Ja, ja. Also insofern. Aber nee, also ja. So viel zum Thema ja. Tele. Also, falls jemand ein 100, 400 haben möchte für L-Mount von Sigma, dann einfach mal bei Faisy melden. Genau. Ja, so. Ja, mein Lieber, ähm, äh, jetzt hast du äh, also du, jetzt musst du mal ein bisschen was erzählen, ne? weil darüber haben wir jetzt so nicht gequatscht. Ja? Äh, die ganzen Leute haben es wahrscheinlich mitbekommen. Es ist jetzt schon wieder äh, gar nicht so äh, eine große Neuigkeit. Aber für mich natürlich total auch spannend. Du warst auf der auf einem äh, Seerettungsnotschiff oder wie ist die richtige Reihenfolge? Notschlepper. Notschlepper, so, so heißt das Wort. Ja. Genau, äh, auf der Nordic und hast da auch wieder eine ja. spannende Doku gemacht. Und eine Woche später äh, haben wir jetzt irgendwie vor ein paar Tagen äh, in den Medien äh, ja gehört, dass da ein großes Unglück war mhm. und äh, da war die Nordic auch mit im Einsatz. Und äh, erzähl mal, also warum hast du es gemacht? Was hast du da gemacht? Wie war das dann jetzt für dich, auf einmal in den Medien von der Nordic zu hören? Erzähl mal ein bisschen. Also Ach, so viele Fragen. Also fangen wir mal vorne an, ohne diese Medien- und Unfallgeschichte, weil als ich da war, war das ja alles noch gar nicht. Das ist ja erst den im den Nachhinein ja. passiert. Ne? Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal am Rande erzählt, aber ich bin ja so ein bisschen für den Verband Deutscher Räder tätig und der Verband Deutscher Räder hat sich so ein bisschen das ganze Thema Ausbildung in den Seefahrtberufen auf die Fahne geschrieben. Da sind halt viele deutsche Reedereien drin. Und ja, der Verband möchte halt gerne so ein Bildpool aufbauen, um einfach auch das Ganze zu bewerben. Also Schiffsmechaniker, TOAs, NOAs und so weiter. Und der dafür Zuständige beim Verband Deutscher Räder, VDR, der hat der war auch im Kino, als mein Chicago Express-Film lief und dann ja, habe ich so den Kontakt bekommen und äh, dann haben ja, sind wir da zusammengekommen und die haben gesagt, Mensch, das wäre doch cool, wenn du irgendwie für uns so auf verschiedene Schiffe gehen könntest und überall äh, mal so ein bisschen äh, fotografieren und ja, und, und das ist auch dein Ding, ne? Also, das ist voll mein Ding und äh, hast, du, hast du erst abgelehnt? Hast du erst abgelehnt und gesagt, ja, nee, so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Ja, Pokerface, <laughs> ne? Erstmal Pokerface <laughs> und dann äh, Preis in die Höhe treiben und so ist unter anderem halt auch äh, der Kontakt zu Fairplay hergestellt worden. Fairplay, die kennt man ja auch von den Schleppern hier im Hamburger Hafen, also die kleinen Schlepper. Und ähm, ja, und irgendwann ähm, haben die gesagt, Mensch, das wäre doch auch mal cool, wenn du auf die Nordic gehst, weil die Nordic halt auch das Ausbildungs- oder ein Ausbildungsschiff ist von Fairplay. Da sind ja auch immer Gruppen von bis zu acht Auszubildenden. Ja, und das äh, war dann vor ein paar Wochen irgendwann soweit. Und ja, dann bin ich halt nach Cuxhaven gefahren. Die hatte gerade Crewwechsel, bin an Bord gegangen der Nordic und bin mit denen zusammen rausgefahren auf die Nordsee. Ähm, und die sind halt, wenn nichts los ist, normalerweise stationiert neben Helgoland. Also östlich von Helgoland, da liegen die quasi die ganze Zeit vor Anker. Ja, und das war eine richtig coole Zeit. Also. Echt eine geile Crew, habe wirklich viel Spaß mit denen gehabt und ähm, toller Kapitän. Äh, es ist noch ein zweiter Kapitän an Bord gewesen, der nur für die Ausbildung zuständig ist. Mhm. Äh, coole Azubis. Ja, und daraus ist ja ein Film entstanden. Der ein oder andere hat es vielleicht äh, gesehen, also hier auf dem Kanal Nordic. Ja, und war einfach sensationell. Also richtig, richtig cool. Ne? Hat natürlich, ähm, ich sag mal, war insofern natürlich auch für mich gut, weil die Nordic ja eigentlich die ganze Zeit in Standby ist. Also die, die warten da die ganze Zeit darauf, dass etwas passiert. Und glücklicherweise passiert ja nicht ständig etwas. Und deshalb haben die natürlich unheimlich viel Zeit auch zu üben. Und dieses ganze Üben, das ist natürlich für mich wieder ein Geschenk gewesen, weil dadurch halt ein bisschen Action war. Ja, da kam dann mal ein Hubschrauber von der Bundespolizei, ja, die haben einfach so durchgefunkt, hey, wir wollen mal ein bisschen hier abseilen und so weiter üben. Und dann kamen die einen Tag vorbei, haben ein paar Leute abgeseilt, hochgeholt, nach Helgoland geflogen und so weiter. Ne? <laughs> ähm, dann halt Rettungsübungen, alle Azubis ins Wasser. Ich durfte dann ja auch noch ins Wasser, wie man gesehen hat in dem Film. Und also, gerne mal einschalten und anschauen, das fängt ja schon köstlich genau. an. Ne? Also, das ist <laughs> und man muss halt sagen, wenn, ähm, wenn man auf einem Schiff ist, wo ein Alltagsbetrieb herrscht, dann ist es halt oft so, dass nicht unbedingt... Das passiert, was man sich jetzt so für die Kamera vorstellt, ne? Weil so ein Alltag an Bord eines Schiffes, manchmal halt auch, ich will nicht sagen langweilig ist, aber mehr oder weniger normal, ne? Ähm, ne, und das war natürlich sehr cool. Habe auch äh, zu einigen noch Kontakt von der Crew, vor allem auch zu dem Kapitän. Und ähm, ja, und jetzt war natürlich gerade, wann war das? Anfang der Woche? Letztes Wochenende war das, ne? Du ähm, so kriegst nicht gleich, mehr genau, also es Tag ist ungefähr ist jetzt eine Woche, her, ja. War ja in allen Medien, da sind halt auf der Nordsee zwei äh, Schiffe kollidiert miteinander und da waren ja wahnsinnig viele Schiffe im Einsatz und unter anderem halt auch die Nordic. Ne? Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was, was man dann sofort mitbekommt äh, und wo man dann auch sofort guckt. Ne? Ähm, ja, du hast eben gefragt, wie ist das? Also man hat da schon irgendwie einen anderen Bezug, wenn man das Schiff kennt. Ja? Du kennst ja man, die Leute im Zweifel, oder? oder? Ja, gut, da war jetzt die andere Crew an Bord. Die haben ja im Prinzip zwei Crews, ne? Die sich alle drei Wochen abwechseln. Das war jetzt die Crew, die quasi nach äh, meiner Crew dran kam. Insofern kannte ich die jetzt ähm, nicht persönlich, aber äh, trotzdem hat man irgendwie schon eine persönliche Verbindung. Ne? Man, ich gucke auch oft bei Marine Traffic oder so, wo sind denn gerade so die Schiffe, mit denen ich mal gefahren bin. Na, ne, guck mal mal und das ist irgendwie schon ganz cool und mhm. ich muss noch sagen, ich genieße das auch zu einigen Seeleuten immer noch Kontakt zu haben. Den folge ich dann auf Instagram und äh, dann sieht man halt, was treiben die gerade, was machen die und äh, das ist schon echt sehr cool. Also das gut, äh, man kennt ja die Leute, ne? ja. man hat so ein paar gemeinsame Erlebnisse und ich meine, wenn ich jetzt ja, an, ja. allein an die ganze Geschichten denke, die du da mit den Containern gemacht hast, wenn du da so drei Wochen mit den Leuten Zeit verbracht hast, ja, dann ja. das ist ja. Nee, ich war ja, nicht drei, ja halt auch, ne? ich war ja nicht drei. Äh, ich war ja nicht, ähm, ich war ja nicht ähm, drei Wochen an Bord. Nee, die ich cool bin jetzt drei drei gar nicht Wochen. bei der Nordic. Nee, nee, Achso, bei ich der jetzt, Chicago Express, bei, ne? Zum Beispiel, also als Beispiel ja. die Chicago ja, Express. Ja. Ne? Wenn du da jetzt genau. nicht irgendwie drei Tage oder vier Tage, sondern wenn du da wirklich wochenlang <laughs> mit denen unterwegs bist, ja, ja. dann äh, kennt man sich ja halt ja, auch ja. und da wächst ja auch so ein bisschen Beziehung. Ja, ja. Ich will mal kurz hier einhaken, weil äh, ein ganz anderes Thema, aber weil hier so oft nachgefragt wird, was ist eigentlich mit Robert und Hamburg Hafen Live? Gehört hier jetzt nicht unbedingt hin, weil das ein anderer Kanal. Aber ich will einmal ganz kurz sagen, es gibt da bald ein Update. Ja, ähm, wir wissen, dass ihr äh, gerne eine Info haben möchtet, was ist da los und äh, geht mal davon aus, dass es in naher Zukunft da ein Update gibt. Das ist äh, mehr kann ich euch im Moment nicht sagen. Nur Moment, um mal, weil ne, man ist, das ne? kriegt das immer so mit <laughs> im Chat und ja, ich lese auch schon mit, deshalb ich, das muss ich, ich mein muss Thema, das jetzt einmal ich da so sagen. Nee. Ich muss das jetzt einmal so beantworten. Gehört hier nicht hin und ich weiß, ich habe es auch teilweise ignoriert, ganz einfach deshalb, weil ich nichts Neues sagen kann. Ne? Und immer nur zu sagen, er ist nicht da, er hat keine Zeit, ist natürlich auch ein bisschen unbefriedigend. Das weiß ich durchaus. Ähm, je, und dann, ich war ja nicht nur auf der Nordic unterwegs, ich war ja auch auf der Weser unterwegs. Äh, mhm. Nicht die Weser der Fluss sondern mhm. die Weser, das Lotsenstationsschiff. Es gibt ja zwei Lotsenstationsschiffe in der deutschen Bucht, einmal die Weser und die Elbe. Die Elbe ist halt für die Elbe zuständig, die Weser für die Weser. Und das sind ja im Prinzip schwimmende Hotels. Also man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt ein Lotse ein Schiff rausbringt auf See, auf die Nordsee, da muss der ja irgendwann aussteigen. Und da ist ja nichts. Wo soll der hin? Ja, der ist weit weg, entfernt von Land. Und ähm, deshalb gibt es da quasi schwimmende Hotels, diese Stationsschiffe und die Lotsen, die werden dann versetzt von dem Schiff auf dieses Stationsschiff, können da essen, können da auch übernachten. Es gibt ein ganzes Deck nur mit Lotsenkabinen, also die haben da, glaube ich, ich weiß es nicht genau, irgendwie 20, äh, 20 äh, Kabinen nur für Lotsen, also richtig viel. Na? Und dann können die da gegebenenfalls übernachten und ähm, dann warten die darauf, dass ein Schiff in die andere Richtung fährt, also reingebracht werden muss. Und dann gehen die an Bord dieses Schiffes und fahren dann wieder rein. Ne? Also das ist, ähm, das ist schon ganz cool. Und da war ich halt auch ein paar Tage auf der Weser. Ähm, Warst gut unterwegs. Ja, dann war ich mh, Fähre fahren mit Fähren von AGMs, also alles hier im Rahmen von dieser VDR-Geschichte. Ja. AGMs betreibt Fähren, die zum Beispiel von Emshaven nach Borkum fahren oder von Borkum nach Emden. Und da bin ich zwei Tage lang Fähre gefahren, hin, her, hin, her, hin, her. Auf Borkum übernachtet. Na? Ähm, bin auch mit dem hier mit der Katamaranfähre gefahren. Die Nordlicht 2 heißt die, glaube ich. Und das Ding ist schon echt cool. Das fährt also mit über 30 Knoten. Das ist, echt, das ist echt abgefahren. Das Cockpit wie ein Flugzeug. Also wirklich, das ist halt so wirklich so Sessel, wo du so echt so Captain Picard mit so Joysticks. Und dann, dann, gibt, das, dann, dann gibt's, gibt der Captain Gas und das ist unfassbar. Das ist so cool. Ja, ja und letzte Woche war ich dann für TT-Line oder bei TT-Line unterwegs und TT-Linien sind auch Fähren und die mit der Fähre bin ich von Travemünde nach Schweden gefahren nach wie hieß denn das Dorf Trelleborg oder so und habe zum ersten Mal in meinem Leben schwedischen Boden betreten nur, nur kurz <laughs> aber ich kann jetzt kurz, zumindest ja. ich kann zumindest ein äh, Fähnchen auf der Landkarte setzen dass ich jetzt mal in Schweden war I ja, machst du das, ja. weil also ich habe ja, also ich habe ja so eine Regel, die heißt, ich muss eine Nacht in dem Land äh, übernachten, sonst äh, kann ich die nicht, äh, kann ich, kann ich da kein Fähnchen setzen und um da ah, dann. Ah shit, dann kann ich kein Fähnchen setzen. Also wirklich, ich, dann, nur nee, nee, ich muss schon, da. ich muss schon eine Nacht übernachten, damit ich sagen kann, da war mhm, ich. Ne, so. Ja, ja. So. ja, ja. Max fragt, ob von den ganzen Trips was zu sehen sein wird. Ähm, <laughs> Also von einigen nicht. Ähm, weil, okay. Ja, weil ich, 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 ich will das jetzt auch nicht irgendwie kleinreden, aber es sind halt, ähm, die, die Dinge wiederholen sich immer. Es geht darum, ein Bildpool aufzubauen mit äh, Menschen an Bord, die da arbeiten. Und äh, es geht halt immer darum, na, diese Arbeitssituationen an Bord. Und es ist ähm, gar nicht immer so, dass ich sage, wie gesagt, ich will es nicht kleinreden, aber es ist jetzt nicht immer so, dass ich sage, wow, das ist jetzt so cool, äh, jetzt machen wir doch noch mal irgendwie ähm, was draus, ne? Das, dass man da noch mal irgendwie ein, ein Produkt draus macht oder Ähnliches. Aber das ja, ein oder andere Bild bei Instagram raushauen werde ich mit Sicherheit. Na ja? Ja, cool. Ja. Cool. ja aber ist ja. ja manchmal auch schön. Also ja, einfach mal ja. ein Bild posten. Ne? Ganz genau. Ja, also das war so das, was ich in den letzten Wochen gemacht habe. Und das hatte sich alles extrem auf den Oktober konzentriert, weil vorher ich wollte das alles so ein bisschen auseinanderziehen und wie das so in der Seefahrt ja, du warst ist gut unterwegs. Hier ja. eine Absage, da eine Verschiebung und so weiter und plötzlich war alles im Oktober, dass ich quasi jede Woche zwei oder drei Tage weg war. Na? Aber ist doch, also, ja. Ich meine, ich weiß ja, wie viel Spaß es dir macht, dann halt auf diesen Schiffen zu sein. Insofern ist es doch schön. Also, wenn du das jetzt auch mal so verbinden kannst, ja. und dann mehr Sachen kommen, ist doch cool. Ja. ja und schick. dann auch, auch noch mal eine kleine Anekdote zum, was heißt Anekdote oder kleine Geschichte zum Thema Menschen wieder treffen. Auf Borkum. Kannte ich dann tatsächlich jemanden? Und ich bin ja 2017 mit der Callao Express gefahren. Das war das letzte Schiff bei dem Se Seafarers-Projekt. Ja, ja. Und dort habe ich einen Schiffsmechaniker kennengelernt, der lustigerweise auch noch Arminia Bielefeld-Fan ist. Und der arbeitet jetzt beim Lotsbetriebsverein Emden und ist auf Borkum stationiert. Und der hatte auch ich noch Dienst. Oder? Nee, der, ja. Also, der nee, mit dem habe ich mich getroffen. Also nicht also verabredet, <laughs> tief verabredet. Das war jetzt nicht irgendwie so zufällig irgendwie. Nee, äh, nee, also das war, ja, ja ich habe dann zufällig gesehen, dass er da ist. Und okay. ähm, ich, aber ich fand das irgendwie so cool: so, so einen Menschen, den du irgendwo auf der Welt getroffen hast, und dann auf Borkum plötzlich wieder. Ja. Na? Ja, das äh, ja, löst ja. bei mir gerade so eine spontane Erinnerung aus. Äh, ich glaube, es war. Das allererste Mal, als wir beide gemeinsam in Istanbul waren und in diesem einen kleinen Café auf der asiatischen Seite saßen und ähm, einen türkischen Kaffee genossen haben, und äh, irgendwann dieser Typ anhielt und sagte: Die Stimme kenne ich doch, bist du nicht Patrick Ludolf? <lacht> <lacht> ich so. ich Asien. Ja, dann, ja, ich hatte an so eine, an so eine Art von äh, äh, zufälligem Treffen äh, kurz gedacht. Ne? So, aber, ja, okay. ja. Es war schon bewusst herbeigestanden. Ja, schon. Äh, manchmal passieren schon skurrile Dinge, wenn man halt auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Es ist ja zum Glück jetzt nicht so, dass ich äh, super bekannt bin und ständig irgendwie angesprochen werde, aber so hin und wieder trifft man dann mal jemanden. Ähm, auf der einen Fähre äh, hat mich auch jemand angesprochen. Ich finde das immer ganz nett. Ja, ja ne? also das schon, ist ne? Also, ich meine, äh, Istanbul, asiatische Seite, also man kann ja sagen, in Asien. In Asien. In Asien, ja dann, ja, dann sitzt man da irgendwo mit dir unverfänglich und dann kommt einer rum und sagt, bist du nicht der Patrick Lulow Und ich glaube, das ist in uns in der Türkei ja zweimal passiert. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja ab Zweimal? Ist ich meine. Ja, ich, ich meine ja, ja. ja. Grad, ich ich bekomme es gerade nicht 100% zusammen, aber ja, ich bin mir relativ Irgendwie süß. sowas. Ja, also das ja. war so das, was in, ähm, in letzter ja. Zeit so bei mir passiert ist. Neben natürlich den ganzen Geschichten dann für Hamburg Hafen Live, ne? Die ja gut, da Streams. bist du ja wie gesagt, das ist ja, ich, ich brauche ja noch nicht mal so ein Airtag, äh, die in die Hosentasche stecken. Äh, ich brauche nur auf YouTube gehen und dann weiß ich, wo du gerade bist, was du gerade machst und äh, yeah. ja. Das ja, sieht nach, das sieht nach außen nach ganz schön viel aus, oder? So in, in der Menge, ne? Also ja. Also schon, also ich, also phasenweise, ne? also wenn, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ja, wir beide haben uns hier, weiß ich nicht, vier Wochen jetzt hier nicht getroffen, glaube ich, vielleicht sogar fünf, ich weiß es gar nicht, aber ähm, äh, du hast ja schon auch ein gutes Tempo vorgelegt jetzt, ne? Phasenweise warst du ja wirklich äh, äh, gefühlt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder drei, vier Tage teilweise, also mindestens mal drei Tage hintereinander, habe ich, glaube ich, schon irgendwie äh, erlebt. Ja, gut, letzte Woche hatten wir natürlich auch drei Ereignisse. Also, wir hatten ja einmal diese Sturmebbe. Äh, ja. Das war ja wirklich, war übrigens der Stream mit, mit Abstand der höchsten Zugriffszahl ever. Äh, und wie dann hatten das? wir ja. Äh, also, wie viel hattest du? Ähm, also, Hast den ich's? haben, glaube ich, 85.000 Leute bis jetzt gesehen. Wow. Okay. Also, okay. sensationell. Cool. Und dann hatten wir ja noch Queen Mary 2 und noch äh, dieses Lichtfestival hier. Aber was ich dazu mal sagen will, das ist, ähm, also viele sagen immer, oh, und wie machst du das und die Zeit und so weiter, das ist, ähm, ist was, was man nicht vergessen darf. Ne? So ein Stream ist ja hinfahren, Kamera einschalten, streamen, wieder nach Hause fahren. Keine Nachbearbeitung, kein Videoschnitt, kein gar nichts. Also, ich sag mal, ein Stream von anderthalb Stunden ist äh, weniger Aufwand, als wenn ich zum Beispiel ein 20-Minuten-Video mache. Ja, ja, ja. Aber. Ja? Äh, Jetzt darf man auch ein weiteres Thema nicht äh, vergessen. Ne? Also es ist ja auch ein Stück weit, das ist ja auch dein Job. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass du äh, äh, ne? also ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie äh, acht Stunden äh, äh, am Fließband arbeiten musst und dann all das, was du hier jetzt machst, noch äh, on top machst, sondern mhm. ist ja ein Unterschied. Ne? Ob man das jetzt Hobbymäßig betreibt nebenbei oder ob man sagen kann, so ist es halt auch Beruf. Ne? Also ich glaube, ja, man tue sich da, nicht ich tue mich da immer mit so mit dir vergleichen. Ja, so ein du sagst ja immer, mit. du hast bezahlte Freizeit oder wie sagst du immer? Nein, bezahlte Selbstverwirklichung. <laughs> ja, oder ich tue mich so. da so ein bisschen schwer mit, das jetzt als Beruf zu bezeichnen, weil ähm, wenn man das gegenrechnet, die Zeit zu dem, was da natürlich, ähm, sag ich mal, monetär herumkommt, ist es aktuell. Ist es ein Hobby. eher ein Hobby? Ne? Auf <laughs> der anderen Seite äh, macht mir das super Spaß und ähm, ich, ich glaube halt auch, also ich glaube daran. Ne? Ich, ich, ich stecke da voll drin und voll hinter. Das ist mein Baby. ich, Hätte äh, ich nicht gedacht. Ich, ich glaube halt Mal einfach, <laughs> dass das äh, eine tolle Idee ist. Ne? Und. Ähm, das Feedback ist super, die Zahlen sind super, äh, es macht mega Spaß. Also, das, das ist äh, im Moment ist das halt so mein Ding. Das äh, na, ähm, ist so also, als Beruf bezeichnen. Aber das nein, ist ja auch immer. Also, also ich weiß nicht, nee, ich, ich also, weiß nicht, wie dir das weißt, geht, aber ich, ich weiß, finde ja auch den, also ich finde ja den, sorry, ich finde ja den Begriff Arbeit. Arbeit ist für mich immer etwas, was man macht, um Geld zu verdienen um dann wieder andere schöne Dinge zu machen. Also ich glaube, dass die meisten Leute sagen würden, ich könnte auch auf meine Arbeit verzichten, wenn ich genug Geld hätte. Weißt du, was ich meine? Also für mich ist der Begriff Arbeit, ich will jetzt nicht sagen negativ behaftet, aber Arbeit ist immer etwas, was man machen muss. Ja, wobei, also ich weiß, was du meinst, ist aber wahrscheinlich so ein, aber das kann man, das kann man, wenn man wollen würde, pauschalisieren. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die das, was sie tun, halt am Ende auch gerne machen. Ne? Das ist keine Frage. Also ja, genau. guck mal, du, also machst ja dein, du machst ja deinen Job auch gerne. Absolut. Ja? Absolut. Ja. So, wenn ich jetzt aber sagen würde, Faisy, pass mal auf, hier hast du X Millionen, äh, würdest du weiterarbeiten? Einfach nur aus Spaß an der Freude. An irgendetwas würde ich definitiv weiterarbeiten. Ja, An irgendetwas. An, nein, deinen genau Job, also den du jetzt machst. Also dein die Frage Job mit wie vier Millionen. Die ja, vier, aber ich meine, du hast ja jetzt Millionen. auch einen Job, der mit viel Organisation zu tun hat. Du bist wahrscheinlich äh, Master of Excel und äh, ähnliche Office Tools und so weiter. Hängst viel am Telefon und so weiter. Ne? Ähm, ganz konkret auf den Job bezogen. Also du, du, du <laughs> sollst ich dich jetzt nicht reinreiten. Mit. Nee, will ich auch gar nicht. Aber wenn, also ich doch, also ich, was ich schon sagen kann, wenn es jetzt nicht 100 Millionen sind, weil mit 100 Millionen würde ich wahrscheinlich auch andere Sachen definitiv machen. Mich in andere Formen selbst verwirklichen, wäre ich wahrscheinlich schon irgendwie äh, 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 hier äh, jemand, der Startups unterstützt oder was auch immer. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie Venture Capitalist oder was auch immer. Äh, Wenn es nur 2 Millionen sind, dann würde ich sagen, naja, dann würde ich schon meinen Job auch weitermachen, ja. Also das ist äh, das schon, ja? Ich finde, deine das, Latte liegt also ganz schön hoch, was Geld angeht. <lacht> <lacht> also, also bei 2 Millionen. <laughs> da wäre ich schon ja, weil du von ganz Millionen. Weil, ich schon von ganz Millionen weil du schon von Millionen ja. gesprochen hattest. Deswegen okay, nicht, aber na, du weißt, was ich, was ich sagen will. Ne? Nein, Ich das weiß, ist, aber äh, du weißt ja auch, was ich meine. Ne? Also, wenn ich sage Beruf, also weil du ja, also ja. du hast ja du hast die Aussage getroffen, dass ja Leute sagen, wie schaffst du das zeitlich? Ich wollte hm. damit nur sagen, ja. ähm, äh, du verbindest da ja sehr extrem das Angenehme, auch ein Stück weit mit ja. dem Nützlichen, so. Also, man darf halt nicht vergessen, das ist, also ich glaube. Es wäre schon was anderes, wenn jetzt der Willi, der immer am Fließband steht und dann irgendwie nach der Arbeit noch so ein Stream auf die Beine stellen müsste und das drei vier Tage hintereinander. Das, ist das wäre sicherlich organisatorisch ja. nicht ja. so einfach. Jemand äh, wie du, der natürlich Fotografie, Videografie, Livestreamings mhm. als Teil seines äh, Berufsjobs oder nennst wie du auch immer, ne, du verdienst halt Geld damit, so. Ähm, das kannst du natürlich besser aussteuern zeitlich. Kannst mhm. immer so ein Stück weit selber entscheiden, worauf deine Prioritäten liegen, womit du heute dein Geld verdienen möchtest oder musst. Ne? Auch bei dir ist es sicherlich nicht immer einfach. Mhm. Ähm, das, Darauf wollte ich hinaus, ne? so, das, um das den Leuten gegenüber zu relativieren, zu sagen: Ja, es sieht so aus, als wenn du. Ist ja nicht so, dass du dir an den Füßen spielst. Ne? So, das <laughs> ist so, so, <laughs> so. Ja. So. so Der Buddy, wie ja, findet ja. der Der arbeitet doch nicht, oder? Ja, ja. Der ja, also ja. Ähm, ja, ja, ja. aber also. mega spannend auf jeden Fall, was du da aufgezogen hast. Ich habe es am Anfang, bin ich auch ganz ehrlich, am Anfang habe ich es selber nicht verstanden. So, Also hat ja auch so eine kleine Evolution äh, erfahren, ne? weil am Anfang waren es ja eher so diese Photo-Walks ne? mhm. durch Hamburg. Das war ja natürlich für jemanden wie mich ein bisschen greifbarer, ne? im Sinne von, ich verstehe, was da passiert. Das sind Photo-Walks. Ne? Das hast du ja in der Vergangenheit in ähnlicher Art und Weise ja auch schon gehabt mit den Ugly Location Challenges. Das war mhm. ja eine andere Form davon aus meiner Sicht und daraus ist ja diese ganze äh, Spotting Geschichte geworden und, ähm, und wobei die Fotowalks auch wieder mehr werden. sollen. Ja, okay. Also ich hatte jetzt letzte okay. Woche hatten wir ja zwei, einmal mhm. gut diese Sturmelbe in dem Sinne kein Fotowalk, ne, und, und dann die halt dieses, und Blumen, Licht, ne? dieses Lichtfestival, was übrigens echt cool war, also das kann ich jedem Fotografen nur empfehlen. Wenn die das nächstes Jahr wieder machen, sollte man sich das vormerken. Also das ist echt cool, diese Lichtinstallation. Vor allem, was ich halt extrem cool fand an der Geschichte, die haben das ganze Jahr mit Nebel nochmal unter, ähm, unterlegt. Oder die ganzen Installationen hatten ja teilweise dann auch Nebel, um das Licht noch mehr ähm, zum Vorschein zu bringen. Und ähm, Licht und Nebel ist ja für Fotografen immer toll. Ja, also das wirklich kann ich absolut nur empfehlen, ist fotografisch absoluter Knaller. Ich werd, ja. Hier fragt der Max gerade, ob ich leicht unscharf bin. Also auf meinem Bild bin ich mega scharf. Bei äh, mir bist du auch scharf. Ich weiß es nicht, ja. ich kann da nicht zu so sagen. Hast du die S5 drauf? Ich habe die äh, S5 drauf und ich bin ähm, ich hab's. Äh, ja komm, ich hau mal einen raus. Äh, Hast du damit schon fotografiert? Ja, habe ich auch schon. Äh, habe ich auch schon. Ich wir, können ja mal, wir können ja mal, guck mal, wir haben ja jetzt beide, ich habe ja auch äh, noch eine liegen. Wir haben ja beide S5 und ich SL2. Hab <laughs> ja, ich habe ja zwei von den S5 mir gekauft. In erster Linie für die äh, Videodrehs, ne? Für meinen, ja. für meinen ominösen Zweitjob. Und lass uns doch mal ein kleines Fazit ziehen zu diesen beiden Kameras. Jetzt so, ähm, weil wir haben mit beiden viel. Ähm, viel fotografiert. Ich habe damit sehr viel gefilmt, und äh, vielleicht ist das ja mal ganz spannend, da mal so einen kleinen Vergleich zu ziehen. Ja. Ähm, <laughs> ähm, muss kurz was lesen hier? Ähm, ja, also ich, 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 will mal einen raushauen, ja. Ähm, also, ähm, wenn man so bei Leica Rumors liest, ne, dann äh, weiß man ja, hört man ja schon so ein bisschen äh, anklingen, dass es ja vielleicht äh, nächstes Jahr oder so eine SL3 geben könnte. Ne? Gibt es da schon Sollte. Rumors? Ich glaube schon, ja. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ist da irgendwas schon äh, bekannt über Neuerungen, Spezifikationen? Nichts, was ich sagen möchte. <laughs> Wieso weißt so. du mehr als ich? Bestimmt hast du, nicht, hast aber... du noch ein Spezial? Da? Nee, aber irgendwelche Rumors? Ich also, ich habe noch reinreiten. nichts gesehen. Um, um da, um da um bei, deiner, um bei, bei deiner Wortwahl vorhin äh, zu bleiben. Ja. Ich möchte dich da auch nicht reinreiten, Paddy. Ja, ist klar. Also, ähm, so, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist folgendes. Ähm, ich da, da würde ich gerne gleich ein bisschen was zu erzählen, um das anzukündigen. Ich habe es ja lange genug nicht gemacht, aber ich finde, jetzt kann ich es langsam machen. Also ich werde demnächst wegfahren. Da erzähle ich gleich was zu. Schon wieder. Äh, ja, und ähm, ich habe ja auch die, äh, also ich habe ja die S5 tatsächlich nicht ausschließlich für Streaming gekauft. Das wäre schon auch verhältnismäßig dekadent, sondern ich brauchte tatsächlich eine Zweitkamera. Und ich äh, wollte jetzt nicht äh, eine zweite SL2 kaufen, weil äh, die, ich habe gehört, die Dinger sind auch nicht wirklich günstig. Und ähm, mittlerweile, ähm, äh, wenn ich jetzt die SL2S mit der äh, äh, S52 vergleiche, und ich kann ja nur mit der S52 vergleichen, muss ich sagen, ja, die Leica ist eine Leica. Ja, die Leica fasst sich noch mal eine Stufe ähm, ähm, wertiger an. Bisschen, also ne, nicht, dass es, aber ich will damit nicht sagen, die Lumix ist nicht wertig, sondern man merkt, die Leica ist noch mal in der Verarbeitung und so weiter besser. Ähm, die Leica hat mit Abstand das beste Menü, die beste Menüführung, also nicht nur Absolut. besser als die Lumix, sondern auch Absolut. besser als Sony oder whatever. Es ist so intuitiv, es ist so einfach. Ähm, aber äh, die Panasonic äh, hat einen super Autofokus. Sie hat ein Klappdisplay. Jetzt kommen meine wichtigen Themen. Äh, die ist eine ganze Ecke kleiner und eine ganze Ecke leichter. Und das sind schon so Sachen, wo ich sage, wow. Ähm, ähm, das sind schon so Sachen, wo ich sage, oh, das ist schon. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich nach der Reise ähm, nicht irgendwie auch so für den Case, wo ich jetzt halt so diese Systemkamera habe, ob ich da nicht vielleicht mit der Lumix auch einfach weitermache. Sobald die finde ich so jetzt auch nicht schlecht. Ist halt eine Lumix. Ja, aber sie Klar. hat alles, was man braucht, ne? Ja, sie genau. Alles, also es äh, ist so. Das ist das Einzige. Ich finde die Leica schon cool irgendwie, aber wenn man es jetzt runterbricht, ey, die hat halt dieses Klappdisplay ja, ist wirklich ja. kleiner, leichter, tollen Autofokus, ähm, sieht auch nicht schlecht aus, so schon, also kann ich mir gut mhm. vorstellen. Wie siehst du das? Ich meine, du bist ja, du nutzt es natürlich viel intensiver als ich, ne? Also insofern. Spannend ist ja auch, was du dazu sagst. Also, ich gebe dir bei allem, was du gesagt hast, recht, auch was Verarbeitung, Bedienung und so weiter angeht. Ich habe mir ja die S5 in erster Linie für Video gekauft. Wegen Autofokus. Da ist ja Leica aktuell noch etwas hinten dran. Aber ähm, man kann ja davon ausgehen, dass dieser Phasenautofokus auch in einer neuen SL-Generation dann kommt. Haben sie auch in der Q3 eingebaut. Das und. Ist das ist der Hauptgrund, und ich habe mit der Lumix bisher wenig fotografiert. Mittlerweile habe ich ein bisschen damit fotografiert, aber Video ist das Hauptanwendungsgebiet. Und zum Beispiel der Chicago Express Film ist ja mit SL2S gedreht, und der Nordic Film, der ist mit der S5 II gedreht. Und ich kann sagen, das, was da rauskommt, ist bei beiden top. Also, wenn du das in Lok filmst und da einen schönen Latt drauf legst, das sieht alles super lecker aus. Es ist nur so, bei der SL2S musst du halt mehr manuell machen, also vor allem den Autofokus. Du musst manuell fokussieren damit. Du kannst die Kamera nicht irgendwie auf mit für Autofokus stellen, AFC und sagen, draufhalten und das wird schon alles gut. Warum? Also was ist. Äh, ja, weil die was... halt, die hat ja noch einen reinen Kontrast-Autofokus und. Ähm, Ach so, im Video... sorry, bei der SL2S meinst du. Bei ich. der SL2S, ne? Ja, also, okay. Du, du ja, kannst okay. nicht sagen, halte ich einfach drauf und äh, fire ja, okay. and forget. Ja. Die s 52 ist beim Thema Autofokus fire and forget. Hm. Ich habe die, ich habe hier äh, den, hier diesen kleinen Gimbal. Jetzt sieht das sehr groß aus, wenn ich ihn so in der Hand ja, habe. Aber sagen, was er ist eigentlich Planen, sehr klar, ja, ich habe hier noch diesen Angriff dran. Und äh, das ist meine beliebte Kombi. Äh, das hier drauf und dann das 2870. Und das ist wirklich einschalten, draufhalten, wohlfühlen, scharfes Bild bekommen. Es gibt ja. einige seltene Situationen, wo auch die S5 mal den Fokus verliert oder mal nicht so hundertprozentig sitzt, aber sie hat immer dieses. Ähm, ich habe den extra etwas langsamer eingestellt, der soll nicht so schnell zupacken, aber er fährt dann immer sehr schnell an die richtige Stelle und ohne störendes Pumpen. Also du hast nie dieses scharf unscharf scharf unscharf. Ja, ja. und ich habe da jetzt so viele Videos mitgemacht und es ist, ein, es macht so einen Spaß, wenn du dich beim Film einfach nur auf dein Bild konzentrieren kannst. Also wenn du wirklich sagst, ich konzentriere mich auf ein schönes Bild, auf einen schönen Bildausschnitt. Und wenn du dann halt mit dem Gimbal sagen kannst, okay, ich gehe mal näher ran, ich gehe mal ein bisschen rum, ich gehe mal rauf, ich gehe mal runter, das ist halt mit der SL2S unheimlich schwer. Na? Also insofern kann ich das nur sagen. Fotografieren bin ich immer noch mit der Lumix ein bisschen, ich will nicht sagen, auf Kriegsfuß, aber. Da bin ich halt einfach so an die SL2S gewohnt. Und was mich nach wie vor ganz extrem stört, ist, dass ich nicht einfach über Knopfdruck zwischen Video und Foto umschalten kann ja. und dann zwei unterschiedliche Settings habe. Also SL2 habe ich dann zum Beispiel, was weiß ich, eine 50. Sekunde, Blende 2.8 und ja, ja, ISO, ja. weiß ich nicht, 800. Und beim Fotografieren hätte ich dann. Ähm, gerne ähm, Auto ISO und äh, Blendenpriorität oder sowas. Ne? Und das merkt die sich halt nicht. Und das nervt halt. Ich habe mir jetzt ein bisschen damit geholfen. Hier gibt es ja diese Presets, ne? C1, C2. Die habe ich so ein bisschen belegt. Aber trotzdem äh, ist es halt nicht so geil wie bei Leica. Nein, also ähm, Es gibt nicht... schon noch Unterschiede. Ne? Also man darf auch nicht vergessen, ja. hier kam gerade die Frage bezüglich des Suchers. Ja, also. Der Sucher der SL2 und auch SL2S ist, hat eine viel höhere Auflösung beispielsweise als der Sucher der äh, Lumix. Ne? Also es gibt natürlich auch Sachen, wo die Leica definitiv besser ist. Ne? Aber man darf halt auch nie vergessen, ähm, also ich, ich, es gibt so unterschiedliche Sachen, wo die unterschiedlich gut und schlecht sind, so logisch. Ähm, aber das Ding ist halt einfach auch eine ganze Ecke günstiger. Ne? Also darf man auch nicht vergessen, es ist halt eine Vollformatkamera mit guten Funktionen für 1.700 ja. Euro. Was mich, oder zwei, 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 äh, 2100, 2200, glaube ich. 100, ich weiß gar nicht, was. Eine, ist die billiger geworden? Oder, du hast die, glaube ich, nee, über ich eine Aktion die, ich bekommen. Die, ne? Ich, ich habe sie über eine Aktion bekommen, deswegen ja. muss ich aufpassen, was ich da sage. Aber, äh, Paddy, sag mal, ähm, ich habe ich hab Fotos damit gemacht. Und äh, ich fotografiere auch ganz gerne mit der SL2S, weil ich auch den Auslöseton, ne, ist, ich hatte dir ja gestern äh, heute gesagt, ich habe gestern gut gehört, womit du fotografiert hast. Im man, Stream. Man hört ja. im, im Stream, man weiß ja. genau, ja. okay, das ist jetzt Leica und das ist jetzt äh, SL5 äh, äh, II. Ich hatte so den Eindruck, als ich die Fotos aus, dem S, aus der S5 bearbeitet habe, aber ich will nicht ausschließen, dass ich irgendeinen Einstellungsfehler gemacht habe. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ich so ein bisschen weniger Dynamik hatte. So, Ich hatte so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen weniger Dynamik hat als äh, jetzt äh, bei der SL2S. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass ich da irgendwie, ne, das Menü ist ja voll überfrachtet, dass ich irgendwo was gemacht habe und da irgendwas. Ähm, naja, also ja, wenn du in RAW fotografierst, äh, ist das ja egal, was du für Einstellung hast. Es gibt ja diese, gibt ja diese ganzen Dynamikverbesserer und ähm, ja, ja, das an die dachte ich jetzt aber auch. Und das hat ja auf das RAW keine Auswirkung. Okay. Na? Ich gehe mal davon das aus, ist, aus, dass du in RAW fotografiert ist. hast. Nee, ist RAW. Ähm, also in sofern, du, ähm, äh, insofern, insofern, äh, ist das äh, dann egal? Aber also ich kann das nicht bestätigen. Mir ist das jetzt nicht aufgefallen bei den Bildern, die ich gemacht habe. Na? Okay, gut dann. Ja, ja. So der Non also Sekitour. sagt hier, das ist ihm zu fototechnisch hier. Ja. Da muss <laughs> ich ja, mich entschuldigen, dann, aber das ist äh, nicht mein Metier. Ja äh, lieber genau. Non also <laughs> also kann ich einfach nicht mitreden. Aber da sieht man, dass vielleicht der ein oder andere über Hamburg Hafen live und dann wahrscheinlich über Instagram hier irgendwie hingekommen ist. Ja, wahrscheinlich. Ähm, genau, vielleicht mal zur Info: 1972 ist mein uralter Kanal, den es schon seit vielen Jahren ge gibt. Und hier ging es halt eigentlich immer in erster Linie um Fotothemen und äh, so das Ganze drumherum. Und äh, das Maritime hat hier auch ein bisschen mit Einzug gehalten. Aber ja, das hier ist ein Fotonerd-Kanal. Also hier ist maritim nur am Rande. Ja. Aber ja. haben wir äh, überraschend viel äh, auch heute darüber geredet, ja? um mal so ein bisschen ja. Äh, ja. auch die Lanze ja. für das Maritime genau. ja. äh, zu brechen. Ja. Ja, ja also ähm, aber was ich. Entschuldigung, bitte? Nee, sorry. Nein, nein, sorry, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Also man, man muss ich wollte dich sagen, nicht unterbrechen. <laughs> also, ihr müsst es so, äh, äh, ne? manchmal hat es ja auch den Eindruck, wir würden uns hier vielleicht unterbrechen oder so. Es gibt halt immer so Minimal-Lag. Ne? So, das ist immer ja. so, wenn man hier so diesen Stream macht. Für uns ist es halt auch schon mal so, dass man redet und der andere denkt, man hat vielleicht schon gestoppt. Dabei war ich noch vielleicht mhm. am Reden und diese Mini-Pause. Also, das liegt auch so ein bisschen an dem Livestream. Also, habt da bitte jetzt auch nicht so den ganz schlechten Eindruck von uns. Wir sind ja. nicht ja. unhöflich zueinander. Oder wollen es zulässig sein? <laughs> Was ich abschließend nochmal sagen möchte, ist, auch da wiederhole ich mich, aber ich finde einfach das L-Mount geil. Ich meine, wie cool ist das, dass wir hier über zwei Bodies sprechen mit unterschiedlicher Ausrichtung und unterschiedlichem Fokus und uns überhaupt nicht über Objektive und Anschlüsse Gedanken machen müssen? Wir haben beide, glaube ich, das ein oder andere Sigma-Objektiv im Einsatz. Und nur Sigma. genau, ich habe auch, glaube ich, nur Sigma-Objektive. Ich habe kein Leica-Objektiv. Also jetzt, wenn man die M-Objektive mal von dem mal absieht, die man ja da ran äh, adaptieren kann. Nee, nur L-Mount. Und ja. ich meine, so langsam, jetzt ähm, in, in den letzten zwei Jahren ist es halt einfach, hat das so Fahrt aufgenommen und ich. ich ich meine, wie geil ist das, dass du einfach so zwei völlig unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Ausrichtungen, dass du die jetzt einfach so gegeneinander austauschen kannst? Ja, plus Panasonic. Ja. Ähm, also also äh, Sigma, Panasonic hat auch ein paar coole Objektive und ähm, ja, das ist schon geil. Also mega. Also, also vor allem, ich meine, die Kameras sind für also man muss eine Lanze brechen für jedes Objektiv, auch von Leica, die sind schon mega gut. Ne? Aber man findet ja auch häufig die Kamera gut und dann leistet man sich auch vielleicht gerade die Kamera. Ne? so Aber mhm. dass man dann wenigstens sagen kann: Okay, komm, bei den Objektiven möchte ich jetzt aber keinen billigen Schund. Ich möchte mein, schon was Gutes, aber kann jetzt auch nicht für jedes Objektiv 3.000, 4.000, 5.000 Euro ausgeben. Mhm. Ähm, dass man dann bei Sigma zumindest mal so eine Anlaufstelle hat, bei äh, hier und da gibt es auch bezahlbare Objektive von Panasonic, ne? ähm, das finde ich auch schon tatsächlich cool, so muss mm, man so sagen. Mm, ja. Nee, da also da ich, ich muss sagen, ähm, jetzt rückblickend war Elmar und echt eine gute Entscheidung dahin zu gehen. Hm. Also rückblickend ja mal, bevor ich die SL2S länger testen konnte, die hatte mir ja damals Leica für einen längeren Testzeitraum zur Verfügung gestellt, weil ich ja kurz davor mir die Sony was war das damals? Alpha 7, ich glaub, du vier, die, ne? 4 ja, ja, haben, ne? Genau, die Vierer. Ich war hm. kurz davor, äh, mir die zu kaufen und alles zu wechseln und, äh, und mittlerweile bin ich ganz glücklich, hier im ja. Lande zu sein. Ja. ja. Also. Ich auch. E. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. Du, jetzt, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, ne? Was da jetzt so noch als nächstes kommt, aber ich habe auch im Moment gar nicht so. Mir fehlt gar nichts. Also, das Einzige, wo ich jetzt wirklich heiß drauf bin, ist auf das 70-200 von Sigma. Ansonsten an Festbrennweiten alles da, an Zoom-Objektiven alles da. Ich, ich finde dieses 28-70 von Sigma, finde ich sensationell. Na, ähm, ist, ist wirklich klasse. Na? Ja. Du wolltest mal ganz kurz, sorry, aber du äh, wolltest mal die Frage von Kerstin beantworten? zu dein, Kerstin äh, Seemannsgarn. Oh, ach so, Achso, sie sagt wegen meinem Latt, ne? Ja, das, ähm, ja das ist, ja, das ist natürlich wirklich, also es sieht, äh, nein, es ist. Äh, ich, ich, Kerstin, schick das mir eine Mail, so ein... dann, dann schicke ich dir äh, eine ähm, schicke ich dir ein Foto davon. Ja, ja, das, das ist äh, quasi so, eine, so ein Schalkeblau, hätte ich jetzt gesagt. Ultramarinblau nennt sich das. Ja, das ist schon so ein. Ähm, ich kriege jetzt auch hier auf die schnelle Königsblau das würde man sagen. sagen. Ja, so Königsblau. Aber also wenn, ja. wie gesagt, ich stelle das ja irgendwann in den Shop, bin ich noch nicht zu gekommen. Und äh, wenn das aber irgendjemandem von euch jetzt unter den Nägeln brennt und er sagt, Mensch, ich habe Bock auf ein schönes Blau, dann schickt mir einfach eine E-Mail und ich schicke euch ein Foto. Ja, das. Äh, es sieht tatsächlich ein bisschen ein bisschen anders aus hier also es ist nicht so wie es es ist nicht so wie es aussieht es ist anders ja. als es aussieht es ist viel besser <laughs> es, es ist es ist richtig es, es ist, ist so blau so blau, blau. Ne, es ist, ist so, so richtig blau blau ja. Ja, ähm, ja hier kommt eine Frage zur Leica mfp also ich würde das mal mit deinen Worten beantworten also ich habe auch das Gefühl dass mir gerade nichts fehlt ich mache mir schon so ein paar Gedanken ähm hatte ich aber auch beim letzten Mal schon gesagt, so das Thema M11, ne, manuelle Fokussierung ist nicht immer einfach für mich, nicht mehr. Ähm, möchte ich auch gar nicht so weit drauf eingehen. Also M11P, sagen, sagen, sagen wir es doch mal so, wie es ist. ja Also Leica wollte noch mal eine P rausbringen, aber es ist ihnen nicht viel eingefallen. Ja? Also das ist, äh, man muss ja schon sagen, bei der M10P ähm, war es deutlich mehr. Ja, äh, wenn, wenn ich mal, mal kurz überlege, ich glaube, dass das... Äh, Display hatte Taschfunktionen, ähm, die hatten diesen unglaublichen äh, leisen Verschluss auf einmal, ja, ähm, da waren also viele Sachen, die auf einmal so einen gewissen relevanten Mehrwert darstellten, so. Ähm, jetzt bei dem Ding ist es ja trotz, also es ist im Prinzip eine P, ja, die hat wieder so ein bisschen diesen Inkognito-Look, was ja immer sehr schön ist. Ein tolles Glas hinten, so, wo man wahrscheinlich, wo die meisten Leute wahrscheinlich eh eine Folie drauf machen, also Thema Kratzfestigkeit. Und ähm, ja, und dann äh, hat sie irgendwie 256 gigabyte statt 64 gigabyte internen Speicher. Also meine Behauptung ist, äh, leica ist auch bewusst, dass das ein so kleines Upgrade ist, dass das nicht so viele relevante Themen sind, ähm, ähm, dass sie das zum Anlass genommen haben, das Ding am Ende des Tages auch nur, ich glaube, 200 Euro teurer zu machen im UVP als die M11. So, und ich glaube, die M11 in Silber läuft, glaube ich, sogar parallel aus. Da müssen sie nicht ganz so viele verschiedene Produkte ähm, äh, äh, herausbringen. Wer 8.750 Euro, ich bin jetzt mal beim reinen UVP ausgeben kann, der kann auch 8.950 Euro ausgeben, wenn er sagt, ich nehme das jetzt mit mit ein bisschen mehr Speicher und irgendwie einer anderen Optik. Aber viel mehr Relevanz hat das nicht. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das ist meine Meinung. Was sagst du dazu? Ich sage dazu, dass ich mir die MFP überhaupt nicht angeguckt habe und ich gar keine Ahnung habe, was da überhaupt <laughs> ja, neu ist. Dann habe ich dich gerade aufgeklärt. Ja und dann dieses äh, Content Creator Ding ist da auch. Ne? Das ist jetzt hier. Ach diese Adobe Das ist jetzt ki-proofed. Ja, das sind deine okay. Fotos. Das ist hat so eine digitale ja, Signatur. Endlich meine Fotos. Aber was ich noch mal sagen wollte: Ich habe letztens auf einer der Touren ähm, habe ich mal wieder alles mit der M gemacht. Also ich bin ja immer noch ah, im ich bin ja immer noch ich nenne es mal classic M10 Besitzer classic. und äh, genau und äh, habe da mal wieder ähm, alle Bilder mit der M10 gemacht und ich habe es genossen also das ja ist, ist auch Autografie auch immer wieder ist. dieses immer wieder dieses äh, es kommt ja immer wieder die Frage was ist besser was nimmst du lieber und so es ist, ich, ich glaube, wir sind durch so Phasen getrieben. Ne? Ich habe genau sehr so. viel mit der M fotografiert und fand das toll. Dann hat man mal wieder was Neues. Dann kam die SL2. Da hatte ich plötzlich dann wieder einen Autofokus und ähm, noch mal eine andere Objektivauswahl und Video. Und das war auch toll. Und habe ich sehr viel damit gemacht und habe die M10 eine Zeit lang. Die lag wirklich nur rum und habe sie jetzt mal wieder in die Hand genommen. Und das war auch toll. Also ich glaube, da muss man auch mal sagen, haben wir natürlich das ganz, ganz große Glück, dass wir mit äh, sowohl mit M als auch mit der SL oder auch der S5 fotografieren können. Ähm, von daher ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich nicht die entweder oder Entscheidung treffen muss, weil also kannst sagen, was du willst, aber die M bleibt einfach die schönste Kamerabaureihe, Ever, ist, ever, also, naja, ever. Da würde ich auch grundsätzlich Na? nichts äh, gegen sagen. Ne? Ja. Also definitiv nicht. Das ist, und ich glaube, jeder von euch kennt das und das ist das Grundproblem schon seit äh, Jahren bei jedem, der fotografiert. Ähm, Grundproblem will ich gar nicht sagen, aber so das, das ist das Fundament, ja, das ist so der Kern des Ganzen. Hm. Eigentlich können wir doch immer nur über Folgendes reden: Wir können immer nur darüber reden, was wir heute gut finden. So, und was wir heute gut finden, darf, äh, 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 sagt nichts darüber aus, im Prinzip, was wir gestern gut fanden und es sagt nichts darüber aus, was wir morgen gut finden werden. Ne? Also ich sprich, ich kann, es kann gut sein, dass ich heute sage, äh, ich kann mit der M11, habe ich gerade Schwierigkeiten, ach, das ist doch doof. So, ne, beim Fokussieren, die Augen, hier und da, dann äh, finde ich vielleicht morgen eine Q3 super und in dem Jahr sage ich, ja, die M war schon geil und dann hole ich mir eine M11 oder eine M12 oder was auch immer oder oder irgendeinen anderen mhm. Kram. Ne? Ich ich bin ja auch Nerd. Ja, du bist ja, ja auch Nerd. Ich habe mir letztens diese Nikon, weil es heute jetzt hier schon dreimal kam von Max. Ja, Max, ich ich habe mir auch diese Nikon ZF angeschaut, weil ja ich bin ja, Nerd. Dich heute ich heute in der Hand? Ja, aber so, du glücklicher, weil ich hatte auch so dieses Ding, dass ich sage, ach ich weiß nicht, ob ich sie kaufen würde, aber ich würde sie natürlich, wenn, du, wenn mir die jemand in die Hand drücken würde und sagen würde, geh mal damit ein bisschen fotografieren, dann würde ich da auch mal einen halben Tag mit rausgehen und würde sie ausprobieren. Logisch, weil wir natürlich auch Nerds sind. Ja? Techniknerds. So. Ich hatte Spaß? sie heute in der Hand. Ich hatte noch ein kleines Einzelcoaching und der ähm, der Kollege hatte äh, sich die ZF gerade geleistet und hatte sie auch mhm. so zum ersten Mal so ein bisschen in der Hand. Ich muss sagen, die ist schon geil. Also, das, das ist schon. Aus, ne? Die sieht richtig toll aus. Ich komme ja auch von Nikon, insofern Bedienung, Menüs und so weiter. Fühlt man sich gleich zu Hause. Die ist schon echt schön. Also, da muss ich sagen, ist halt Vollformat, Vollformat, Autofokus, Retro. Es ist schon echt sexy, das Ding. Ähm, Liegt was auch so ich so ein, ein bisschen, 728 oder so, ich weiß gar nicht, wo die das Preise weiß ich liegen. gar nicht. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, die haben ja der ZF auch so ein Display spendiert, ne? Ja, das ist nicht ganz retro, ne? Das ja, ein, das ich, ich finde, gut. da hätten sie auch lieber dieses, was hier die Q3 hat, weißt du, das was man, so ein also was eher so fotoorientiert ist, ne? Was man jetzt mhm. nur so abklappen kann. Mhm. Das, äh, also für Video, also ich bin ja der Meinung, dass diese Art von Klappdisplay Video sehr gut ist, gerade auch mhm. wegen Umdrehen und um die Ecke. Aber für Foto mag ich lieber diese, die man nur so abklappen kann. Ist sicherlich Geschmackssache, ja. aber nee. Aber ich habe jetzt auch nicht so lange mit der rumgespielt, dass ich da jetzt eine fundierte Meinung zu abgeben kann. Nee, aber, aber sie hat schon einen gewissen Sex-Appeal. Ja, und das meine ich ja. Ich hätte also, aber ich hätte auch jetzt morgen wenn mir einer eine, keine Ahnung, Canon schlag mich tot in die Hand drücken würde. Eine Nikon Z irgendwas, eine Sony. Ich würde halt, ne, ich würde halt alles mal ausprobieren. Das macht ja Also ob ich alles kaufen würde, ist ja wieder eine andere Frage. Aber ich hätte zumindest mal den Spaß, alles auszuprobieren. Ne, auch mal hier so eine Fuji GX102, keine Ahnung, Mittelformat. Ja, würde ich auch mal hm. ausprobieren. Why, why ja, not? Ja. Ne, so, also klar. Ja, ja. ja ähm. Oh, jetzt sind wir schon bei 90 Minuten e echte Gefühle ja, ja. am Ende. Aber, echte, Gefühle, äh, echte Gefühle. Echte Gefühle, Gefühle, ne? Ja, ich gucke noch mal, ob Glück. wir hier irgendwas äh, waren jetzt so viele Fragen, auch der ein oder andere, die wir sicherlich übersehen haben. Ähm, ja. Ja, ähm, also. aber ich glaube, was man, was ich so abschließend sagen kann, ich merke doch in letzter Zeit, ähm. Technik ist schon lange kein limitierender Faktor mehr. Also ich merke, dass die Neuerungen, die in Kameras kommen, die finde ich toll, nutze ich aber oft gar nicht. Also na, das, was da weiterentwickelt wird, also jetzt bei hier beim L-Mount, da war natürlich, das waren ja die letzten, die da mit dem Phasen Autofokus kamen, das war jetzt noch mal eine Entwicklung. Wo ich sage das bringt mir auch was aber die ganzen anderen sachen die da alle so neu kommen immer gucke ich gar nicht drauf ne? und deshalb finde ich auch meine m10 nach wie vor toll also ich habe überhaupt ist... ich habe überhaupt keinen äh, kein haben wollen jeeper auf die m11 das ist ähm die Frage ist ja auch, aber da sind wir schon ein bisschen in der Fotografie, in der Philosophie. Die Frage ist halt auch, wie viel Technik brauchst du? Ne? Und ist zu viel Technik nicht vielleicht auch ein Kreativitätskiller? Ne? So, weil du dir, ne, das, das wird einfach auch so passiert, ne? weil du dir das ja. Foto nicht, ab ich, wenn ich mir meine ganzen iPhone-Fotos angucke, ne? drückst du einen Knopf drauf, die KI rechnet, Algorithmus darüber, zack, zick, zuck, ne? Super Foto. Die Farben passen, die Belichtung passt. Was habe ich gemacht? Ich habe oh, hier drück mal drauf 100 Mal ne? und dann wird schon ein Foto dabei sein. Und bearbeiten brauchst du es ja auch nicht mehr, das ist schon fertig. Ne? Aber oh, man wird auch ein bisschen faul, ne? also so, sich das Foto gut zu erarbeiten. Ne? So. Ja, also, aber ja. Könnte man darüber diskutieren. So. Gibt es bestimmt auch Gegenbeispiele, aber. Weiß ich nicht. Also ich denke mir auch manchmal, früher war es ja auch nur äh, Blendeverschluss und äh, ISO, ne? Also ich will das mal so sagen. Ich kenne halt ganz, ganz viele Menschen, die haben ein aktuelles iPhone und können damit richtig beschissene Bilder machen. Denn <laughs> ja, weil was man ja auch nicht vergessen darf, ist, wenn man sich halt lange mit der Fotografie beschäftigt hat, dann ähm, entwickelt man natürlich einfach auch ein Auge, man entwickelt ein Gefühl für Bildaufbau. Und natürlich ist das dann nur so ein, ähm, rein technisch gesehen, ist es Kamera oder iPhone hinhalten, einmal aufs Display tippen und ich habe das Foto gemacht. Aber alleine schon das, wie du es hältst, wie du dein Motiv aussuchst, wie du die Elemente in dem Bild anordnest, das kann dir die Technik nicht abnehmen. Ja, und ich habe ja... Irgendwie schon vor ein paar Jahren mal irgendwann gesagt, also äh, man kann mit der besten Kamera der Welt scheiß Bilder machen. Ja, ja? also das äh, wird einem nie, ähm, das wird einem nie genommen, aber wo du jetzt auch das ganze Thema Technik und KI ansprichst, hast du eigentlich schon mit der letzten Lightroom-Version rumgespielt? Äh, möchte ich noch. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt. Ähm, also auch hier mit äh, Adobe Firefly meinst du, oder? Also obwohl, das ist ja ein Photoshop drin. Ne? Das, ist das ist Photoshop, ja, ja, ja. Da möchte ich auch mal gerne ausprobieren, aber bin ich noch gar nicht dazu äh, gekommen. Also. Ähm, hast du es gemacht? Ja, ich hatte ja auch ein kleines Video gemacht über die Neuerungen und ich muss sagen, ähm, ich bin echt begeistert. Also hm. es gibt ja doch einige Leute, die immer wieder über das Abo. Meckern und die sagen, äh, Abo will ich nicht und so weiter. Aber ich finde schon, dass Adobe auch abliefert für das Abo. Na, und diese ständigen Neuerungen. Da ist natürlich viel KI bei. Aber ganz ehrlich, ey, das mit den Masken. Na, wie konnten wir nur ohne Masken, ohne KI-Masken, automatische Masken, wie konnten wir nur überhaupt ansatzweise damit leben? Jetzt haben sie noch, jetzt haben sie sowas gemacht wie mit dieser. Punktfarbe. Äh, am Anfang dachte ich auch. Ja, ja, doch, Punktfarbe. Also, dein Video habe ich natürlich gesehen. Ne? Ich habe es natürlich, ich habe es ausprobiert, aber ich habe dein Video ja. gesehen. Ne? Ja, ist schon Wahnsinn. Ähm, Punktfarbe, F durchaus nützliches Feature bei Hautkorrekturen, bei selektiven Farbkorrekturen. Und jetzt äh, dann sowas Objektivunschärfe. Ja, das ist ja für einen Fotografen ist das ja absolute Blasphemie, Ketzerei. Also, da wären wir wieder beim Smartphone, ne, jetzt Also automatisch durch Software erzeugte Unschärfe. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, gerade so bei Weitwinkelfotos, wenn du halt wirklich so 24 mm oder so hast und du hast ein bisschen mehr drauf, und wenn du dann sagst, so jetzt, jetzt noch mal so einen Tacken extra Unschärfe im Hintergrund, ist ist schon nicht so schlecht. Es ist nicht <laughs> es und sie haben es meiner Meinung nach wirklich gut hinbekommen. Also ähm, es sieht nicht so schlimm aus wie die äh, iPhone-Unschärfe-Anfänge. Äh, mhm. Muss ich gestehen. Also auf jeden Fall, es ist sicherlich auch nicht am Ende. Ne? Äh, wird sich auch noch weiterentwickeln, ja. das Thema. Ja, ja. Aber da sind wir halt ne, beim Thema. Ähm ist mir das egal, was da passiert oder möchte ich mir das selber erarbeiten? Das ist so ein bisschen das, was wir am Anfang auch diskutiert haben. Ne? Wie, wie äh, real muss so ein Foto sein? Wie authentisch muss das sein? Ne? So, ähm, ja, ist eine schwierige Diskussion. Da gibt es ja auch gar keinen, äh, wahrscheinlich am Ende des Tages, gar keinen richtig und falsch. Ne? So, das, da ist ja auch jeder ein bisschen anders. Ne? Aber ich kenne also, super viele Leute, die auch teilweise ein Foto mit so einem iPhone machen, diese Unschärfe im Hintergrund, da ja da dazugerechnet wird. Jemand, der wirklich fotografiert, also wirklich fotografiert im Sinne von halt auch eine richtige Kamera mhm. hat, der sieht das sicherlich ein Stück weit, aber die allermeisten Menschen machen das ja gar nicht. Die machen solche Fotos, kriegen da diese Unschärfe in den Hintergrund reingerechnet und sind mega glücklich, dass für coole Fotos sie machen. Mhm. So. Mhm. Das ist schon auch interessant. Ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Also, das eine ist so diese, was wir vorhin schon mal sagten, Fotografen-Ego mhm. und Fotografen-Ehre dass man natürlich sehr gerne das alles mit eher klassischen Mitteln machen möchte, weil es halt irgendwie ein bisschen echter ist. Aber dann gibt es natürlich auch die Situation, wo man abliefern muss. Und gerade wenn du das, sage ich mal, auch beruflich machst, wenn du damit auch dein Geld verdienst ähm, oder wenn du halt einfach auch nicht optimale Bedingungen hast, ähm, zum Beispiel jetzt auf den ganzen Schiffen, auf denen ich unterwegs war, da kannst du dir nicht immer die Hintergründe aussuchen. Das ist alles so, so ein bisschen Reportage, ne? Und da ist natürlich gerade so dieses mit den Masken und auch mit dieser ähm, zusätzlichen Unschärfe, das ist schon echt cool, weil du hast manchmal wirklich Bilder dabei, wo du sagst: Mensch, das ist eigentlich eine tolle Situation, aber ich würde dem jetzt gerne nochmal so einen draufsetzen. Mhm. Na? Ähm, und du kannst nicht zurück, du kannst nicht sagen: Ich mache das nochmal. Ja, und. Äh, ich glaube jeder, der sowas macht und so fotografiert, der ähm, wird schon sagen können, dass es immer mal wieder Bilder gibt, wo man dann froh ist, dass man auch noch mal so ein bisschen in die Computertrickkiste greifen kann. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Na? Ähm, sag mal, hier war noch mal die Frage, äh, wie war das denn von Max? Äh, Du, dein neues Projekt. Du hattest vorhin gesagt, dass du demnächst nochmal äh, wegfährst. Ähm, ich glaube, du hattest es irgendwann schon mal angerissen. Nee, also erstmal ist ja dein neues Projekt auch der Grund dafür, dass die nächste Sendung leider wieder lange dauern oder auf sich warten lassen wird. Das heißt, genau. die nächste Sendung, was hatten wir für einen Termin? Ich glaub, Weihnachten den 24. oder so? November. <laughs> Weihnachten 2025. Ja. ja, ich glaube, wir hatten den 24. November, wenn ich mich recht erinnere, das müsste ein Freitag sein, also heute genau. in vier Wochen, ne? Ja. Dann können wir uns ja. wiedersehen. Ähm, genau, also ich habe es äh, eigentlich noch nie erzählt äh, hier in der Runde, du hast mich auch immer gemahnt und hast gesagt, Faisy, erzähl es nicht, ja, das ist, sonst wirst du eine Million Mal gefragt, da das jetzt heute die letzte Sendung ist, bevor ich wegfahre, erzähle ich es natürlich, ähm, damit ich auch so ein bisschen Werbung dafür machen kann, im Sinne von, naja, wenn ihr wissen wollt, was ich da gerade so tue, dann äh, schaut doch mal auf Insta oder sonst wo vorbei. Und zwar fliege ich in nicht mal zehn Tagen, glaube ich, nach Mosambik. Und ich weiß gar nicht, ob man, also vom Projekt würde ich jetzt gar nicht so ganz hart reden. Also ich fliege dahin. Ich war noch nie in Afrika, das hast du mir voraus. Du warst ja schon in Namibia, ich weiß nicht, ob du woanders noch warst, aber in Namibia weiß ich natürlich. Ja, Südafrika war ich. Okay, also. Passt mir auf jeden Fall voraus. Ich bin das erste Mal auf dem, äh, also ich war natürlich, äh, ne, also ich war schon mal auf dem Kontinent, aber jetzt so richtig so klassisch Afrika, ähm, wie man sich das vorstellt, war ich halt noch nicht. So will ich sagen, bevor ich da jetzt Blödsinn rede. Ähm, und ähm, ja, da freue ich mich super und äh, sehr drauf. Ähm, ich werde dort in einen Ort fahren, wo ähm, eine, eine, ein, ein, eine Schule aufgebaut wurde. Ähm, und ähm, ähm, man kann sich ja vorstellen, Mosambik ist eines der ärmsten Länder äh, der Welt, also auch sehr kriegsgebeutelt, äh, viele Bürgerkriege erlebt und so weiter. Und ähm, dementsprechend ein, ein relativ armes Land und äh, das Bildungsniveau ist auch sehr niedrig. Und insofern war es auch ähm, ist natürlich was Besonderes, wenn dort halt auch eine entsprechende Schule, die gut geführt wird. Ähm, gebaut wird, dort gut ausgebildete Lehrer sind und dort sowohl verhältnismäßig einigermaßen gut oder Kindern und Familien oder Kindern aus einigermaßen gut verdienen Familien, aber vor allem den armen Kindern oder ärmeren Kindern die Möglichkeit geben, an Bildung zu kommen, weil so ein Land kann natürlich auch am Ende des Tages auch nur ansatzweise aus dieser Situation rauskommen, wenn es halt auch einen großen Sprung nach vorne macht, was Bildung angeht. Da werde ich so ein bisschen an die Hand genommen. Ich werde die Schule besuchen. Ich werde dort auch am Unterricht quasi teilnehmen, hospitieren, Fotos machen. Ich darf da so ein bisschen Hände schütteln bei der Landesregierung und werde natürlich auch, die haben einen ganz tollen Strand in Mosambik, werde auch sicherlich mal ein bisschen Strandurlaub äh, 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 machen. Ich habe durch diese Local-Situation über äh, die Stiftung. Äh, die ich da hinkomme, auch die Möglichkeit so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ein paar Familien kennenzulernen. Ja, ich will, bin sozusagen auch mal bei den Familien und ähm, habe da sozusagen auch die Möglichkeit, ähm, da ähm, Menschen und Leute kennenzulernen. Ja, und da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, ähm, wie das so für mich verläuft. Ähm, ein, zwei Sorgen mache ich mir natürlich auch. Das ist natürlich ein absolutes Malariagebiet dort. <laughs> meine Eltern gar nicht hören hier. Ich glaube, ich würde mir das verbieten, da fliegen <laughs> Und äh, muss man sich natürlich entsprechend schützen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, äh, jetzt also gegen Malaria, kann man sich nicht impfen lassen. Äh, aber ich habe natürlich sehr, sehr viele Impfungen bekommen. Also ich bin ich fühle mich gerade wie Iron Man. Also mir kann nichts, ja, ob es Hepatitis A, B, ähm, äh, äh, ich wollte gerade Tinnitus sagen ihr wisst meningitis <laughs> genau meningitis und äh, keine Ahnung äh, also ich habe wirklich alles bekommen ja Malarone also sprich äh, so ein Präventivmittel gegen äh, Malaria werde ich auch nehmen und ähm, ja ich freue mich äh, es geht äh, über Frankfurt nach Johannesburg über Johannesburg nach Vilankulos äh, heißt der Ort im Süden äh, von Mosambik da werde ich von äh, einem Fahrer sozusagen abgeholt, den ich äh, da organisiert bekommen habe, also im Taxi. Wir fahren halt vier Stunden durch Afrika, ähm, an Affenbrotbäumen vorbei und ähnliches, da freue ich mich sehr drauf. Vor Ort habe ich dann ein Auto, ähm, fahre da sicherlich auch mal ein bisschen äh, rum. Ja, bin ein bisschen gespannt. Äh, für, äh, für mich auch so die erste krasse Fahrt, wo ich auch komplett alleine bin. Ich meine, du hast das ja schon ein paar Mal so gemacht. Ähm, Uh, ja, ja, mach mir mal ruhig Angst, Max. Nee, es ist glaube ich nicht. Es ist nur der Wirkstoff, glaube ich. Also es ist glaube ich nicht direkt Malarone. Ich weiß aber nicht, ob das der Wirkstoff ist. Also irgendwas gegen Malaria präventiv. Ähm, ne, du warst ja jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht, drei Wochen hier mal auf dem Container, drei, zwei Wochen mal dort. Ne? klar hattest du Menschen um dich. Die habe ich auch um mich. Aber so komplett alleine ist halt schon so eine Sache. Ne? Und ähm, da bin ich mal gespannt, so wie das wird. Ja. Ich finde, das, das klingt ist Grund... super interessant. Ja, ähm, ich hoffe es auch. Also ich, äh, ja. Ich, ich hoffe ja ein bisschen, dass du deinen Laptop mitnimmst und dass du die, äh, äh, wenn du mal alleine Zeit hast, dass du ein paar Bilder bearbeitest, damit wir am 24. <laughs> schon was sehen. Jetzt können. kommt, jetzt kommt, <laughs> ja, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Ich musste versprechen, ähm, deswegen, also ich werde. Ähm, das ist auch der Grund, by the way, warum ich halt eine zweite Kamera mir besorgt habe. Weil stellt euch mal vor, also ich, für mich war von vornherein klar, ich muss da mit der SL2S hin. Ne? Ich brauche, mhm. muss ein bisschen flexibel sein, was Objektive und so weiter angeht. Und äh, nur wenn mir da die Kamera geklaut wird oder ich will ich gar nicht unterstellen, ähm, wenn wenn sie äh, kaputt geht, also ich würde da weit und breit keine Kamera mehr kriegen. Deswegen habe ich mir auch die Lumix da äh, geholt, als als die Gelegenheit gut war. Und ähm, ähm, das ist ja nicht so ganz zugänglich für die Leute dort, ja. Und ich musste tatsächlich, weil für die Leute ist es nicht komplett, äh, äh, komplett ähm, äh, äh, klar, dass man, dass man ständig fotografiert wird, so auf diese Art und Weise, so professionell, ja? so, so will ich es mal sagen. Und ähm, Deswegen, ich werde Fotos machen in den Schulklassen und so weiter und so fort, von den Kindern und etc. etc. Und die Elternschaft hat sich quasi gewünscht, dass ich an einem Abend äh, dort äh, die Fotos äh, dieser zehn Tage, die ich dort bin, äh, zeige. Also die kommen dann wirklich an einem Abend dorthin, ja, in so ein Klassenzimmer und äh, freuen sich dann, diese Fotos zu sehen. Also sprich, da freue ich mich natürlich total drauf, weil... Ich, hoffe, ich auch diese Reaktion der Leute dort zu sehen, wenn sie halt ihre Kinder, sich selber und so weiter sehen und ähm, und und deshalb äh, musst du Bilder bearbeiten. Eben muss ich Bilder bearbeiten. Ich, ich habe da ja. jetzt eine Zusage. Ich muss da jetzt ein ai, Timing ai, erfüllen. Ai, ja, ein ja, das ist für mich ist aber echt ganz in der großer. Das ist für mich ganz ganz großer Druck. Ich werde natürlich einen Laptop mitnehmen. Hätte ich aber auch vorher gemacht. Also das war eh der Plan, damit ich auch Bilder sichern kann und keine Ahnung, ne? weil das ist mir dann auch zu wichtig, dass da jetzt nichts irgendwie abhanden kommt. Aber ich äh, bin da auch ein bisschen unter Druck. Ähm, ich, äh, das ist so ein bisschen auch mein Beiwerk als Unterstützung ähm, für diesen Verein, ja, für diese Stiftung, um diese Schule zu unterstützen, weil ähm, ich habe ihnen halt versprochen von vornherein und das war halt so ein bisschen mein das Initiale, dass ich gesagt habe, ich möchte Fotos machen, die äh, ihr nutzt für eure Webseite und so weiter, damit ihr idealerweise in der Außenwirkung nochmal professioneller dasteht, nochmal besser dasteht, sodass sie idealerweise noch besser spenden bekommt. Und mein Traum, da muss ich aber gucken, da habe ich eine Idee, weil ich kenne ja zufällig die Unterstützer und auch Spender und so weiter. Mein Traum wäre es schon so ein bisschen auch, den Verein zu unterstützen mit vielleicht einem Bildband oder ähnliches, in sehr, sehr, sehr kleiner Auflage. Ähm, so dass äh, Sie zum Beispiel für größere Spender, Organisationen und so weiter das irgendwie als Geschenke und Eintrittskarte und so weiter nutzen können, um den Verein vorzustellen, weil es ist schon wirklich wahnsinnig, was da aufgebaut wurde. Die haben eine Grundschule, die haben eine Mittelschule, die haben einen Schulbus, die haben äh, richtige Schulgebäude dahingestellt. Schon eine wahnsinnige Sache, was da gemacht wurde mit diesen Spendengeldern und ich freue mich, dass ich da meinen Beitrag dazu leisten kann und ich verbinde das natürlich auch mit meiner Abenteuerlust, muss man ja auch dazu sagen. Ja? Und Gelbfieber, äh, Gelbfieber und so äh, gibt es natürlich nicht. <laughs> das ist alles kein Thema. Ja. Also ich, ich finde, das klingt äh, mega. Also ich äh, bin super gespannt auf die Ergebnisse. Ich, äh, du, ich auch. Kann ich kann mir vorstellen, nicht. dass da also ich kann mir vorstellen, dass das eine richtig geile Nummer wird, solange das alles äh, funktioniert. Ne? Also ich drücke da auf jeden Fall die Daumen, dass du nicht krank wirst, zumindest nicht irgendwie nennenswert krank wirst, dass dann ähm, da nichts passiert. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus und dann glaube ich, dass das wirklich ein Mega-Projekt ist und äh, bestimmt auch sensationell tolle Bilder. Also da freue ich mich schon drauf. Das wäre ja, glaube ich, mein richtig gut. Ja, ich, ich weiß also, noch nicht, was ich, mir, was ich mir denken soll, wenn der Thomas hier schreibt, viel Glück. Ne? Normalerweise ja. sagt man ja viel Erfolg, so Glück liegt so nach. Ah, du Arsch, du, du, du Armator, was hast du dir dabei ja. gedacht? Nein, also. Ich hoffe, ähm, ich dass du da, mal äh, dass du uns mal ein bisschen mit deinen Stories und so weiter äh, Ja, das meinte ich, also das meinte ich ja ne? tatsächlich. Ich werde da natürlich versuchen, ein bisschen aktiv zu sein. Ähm, wenn äh, so, solange natürlich das Internet das auch einigermaßen zulässt dort äh, unten, ne, also so mit Datenpaketen und so weiter und WLAN, ähm, äh, ist das schon so ein bisschen das Ziel, ja, da auch äh, mhm. mal ein bisschen Einblicke zu geben. Und äh, ja, hier Spray, Ja, ich war heute im Globetrotter. Ich glaube, dem einen oder anderen sagt das bestimmt was. Ich habe mich da einmal komplett eingedeckt. Äh, Klamotten und alles, was dazugehört, wie ein großer Koffer und äh, ich würde sofort ja, mitkommen. Ich freue mich. Also Bitte? Ich würde sofort mitkommen. Ja, mach doch. Das ist alles durch. Also kannst du doch, kannst doch mitkommen. Musst du nur schnell impfen lassen. Also, ja, <laughs> ja ich, bin, ich, bin, ich bin selber mega gespannt. Also, das ist so, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Glück, dass ich da an die Hand genommen werde. Ne? Auch ähm, du kennst ja deine eigene Devise des Locals. Und Immer ähm, das, das freut mich natürlich, weil wirklich dieses Intro in diese Familien vor Ort, mm. ne, dass man da jemanden vor Ort hat, der ja. ähm, auch, äh, also eine sie, äh, die da auch mitwirkt und ähm, deutschen Ursprungs ist, aber mit einem Mosambikaner verheiratet, die, die mm. mir da auch so ein bisschen hilft, auch mich an die Hand nimmt und ich da jetzt, ne, weil die sprechen ja Portugiesisch. Ne? Ich, bin ja, ich bin ja total aufgeschmissen, weil ein einfaches, also... Mehrhaber funktioniert halt nicht, Türkisch, ne? Englisch auch wahrscheinlich hier und da schwieriger. Die sprechen halt Portugiesisch so, und ähm, rat mal, welche Sprache ich nicht kann. <laughs> so. Portugiesisch? Ja. ja, ja, ja. Ja, also auf jeden Fall ähm, richtig cool. Ich hoffe, dass du äh, uns ein bisschen auf dem Laufenden hältst und äh, dass wir dann hinterher auch ein bisschen was zu sehen bekommen. Also da bin ich schon Wirklich sehr, sehr gespannt und drück die Daumen, dass das alles gut über die Bühne geht. Ja, hoffe ich auch. Ja. In dem ich Sinne. Bin ich spannend. Ja, ich mein Lieber, ich glaube, wir haben alles gesagt für heute, oder? Ja, also Globetrotter Köln, hast du recht, Gerrit. Und ähm, ja, wir sehen uns am 24. November, äh, wenn alles gut läuft, äh, hier wieder. Genau. Story. In dem Sinne. Bis bald. Oh, ich kann das. Komm jetzt. Einmal mache ich das jetzt noch. Ja. Und er oh, ist er da eingefroren. wieder eingefroren. <laughs> <laughs> Sensationell. Aber geht das bei mir nicht? Ich hab dann auch so einen hey, das Hier? Nee, okay. hey, genau, einfach so. Bei oh. mir mir geht das nicht. Ja. Mist. Machen wir von unten nach oben. Ja. Wahrscheinlich ich irgendwas anderes. Einmal haben wir schon wieder unser neues Icon. Egal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao, so, ciao. So.